zu dem Vortrag von Professor Sapro und der anschließenden Diskussion. Wir haben diesen Vortrag unter das Motto gestellt, unter die Überschrift gestellt, Geschichte als Aufklärung, Fragezeichen. Und ich denke, Herr Sapro wird diese Überschrift mit Leben füllen. Worauf ich noch hinweisen möchte, bevor wir beginnen, ist, dass wir in diesem Jahr in dem Referat Zeitgeschichte einen Schwerpunkt haben über rechten Nationalismus. Wir versuchen, das Thema von verschiedenen aktuellen und auch von Seiten gewisser Traditionslinien her zu beleuchten. In unserem Internet, auf unserer Webseite, finden Sie eine erste Veröffentlichung von Micha Brumlik zu dem Thema der Identitären. Das können Sie sich als PDF runterladen von unserer Webseite. Wir werden auch weiter Vorträge anbieten in diesem Jahr, die Sie dann am besten auch unserer Homepage entnehmen. Und es wird im Herbst am 10., 11. Oktober einen Kongress geben über Geschichtspolitik im europäischen Vergleich. Es wird in der Hauptsache um Entwicklung in Polen, in Ungarn gehen. Also wir werden einen sehr kritischen Blick auf diese neuen Entwicklungen werfen. Auch diese Veranstaltung dieser Größe, zweitägige Kongress, ist in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, also mit dem Zentrum, dessen Direktor Herr Sapro seit etlichen Jahren auch ist. Ich möchte aber, bevor wir anfangen, auch noch unseren Moderator des Abends vorstellen. Ich bin sehr glücklich, dass Herr Eichhorn sich bereit erklärt hat, die Moderation heute Abend zu übernehmen. Viele von Ihnen werden ihn sicher kennen, zumindest Sie werden seine Stimme kennen. Herr Eichhorn war lange Jahre beim RBB, angefangen hat er beim Sender Freies Berlin 1993 und hat das Forum, die Debatte im Inforadio gemacht und seit 2000 auch die Zukunftsgespräche im gleichen Sender. Er hat aber auch eine lange Karriere als Journalist in der DDR bereits hinter sich gehabt. Er hat in Leipzig an der Journalistenschule studiert. Er war beim Rundfunk des DDR und er hat auch für DDR-Zeitschriften geschrieben. Bitte schön, Herr Eichhorn. Naja, Karriere konnte man das nicht nennen. In der DDR sowas gab es, glaube ich, bei uns gar nicht, das Wort Karriere, oder doch? Weiß ich nicht mehr so richtig. Und die Fakultät für Journalistik hat gestern ihren Lehrbetrieb eingestellt an der Universität zu Leipzig aufgrund von nicht genügender Kompetenz. Das nur als Kommentar zu Ihrer liebenswerten Vorrede. Die verdrängte Verschwörung 1999, der Rathenau-Mord und die deutsche Gegenrevolution. Zeitgeschichte als Streitgeschichte, große Kontroversen seit 1945, 2003. Skandal und Diktatur, Formen öffentlicher Empörung im NS-Staat und in der DDR, 204. 2010, bewältigte Diktaturvergangenheit, Fragezeichen, 20 Jahre DDR-Aufarbeitung. Das Auswärtige Amt und seine umstrittene Vergangenheit, 2014, 2016, German Zeitgeschichte, Konturen eines Forschungsfeldes und ebenfalls 2016, Martin Sapro, Erich Honecker, Das Leben davor. Eine Studie, ein Buch über die Jahre des jungen Erich Honecker. Das sind etwa 22,5% des Bestandes an gedrucktem Material von Martin Sapro. Also die Regale in Bibliotheken sind überfüllt, Quellen über, wenn man ihn sucht. Man läuft ständig von einem Leitertritt auf den anderen. Gibt man Martin Sapro ein bei Google, erhält man in 0,85 Sekunden 46.000 Ergebnisse.
Können Sie mal überprüfen, wie das bei Ihnen aussieht. Wenn Martin Sapro irgendwann mal so von irgendwelchen Kessen-Journalisten gefragt wird, wo waren Sie denn, als Helmut Rahn sein berühmtes Tor schoss, das kann er ganz präzise beantworten, in Kiel in der im Kinderbett, nicht mal ein halbes Jahr alt. Heute, das wurde schon gesagt, ist er Direktor in Potsdam und an der Humboldt-Universität. Er hat Germanistik und Politikwissenschaften studiert in Kiel und Marburg, war 10 Jahre Studienrat in Berlin. Herr Sapro, jetzt ist eigentlich der Moment, wo Sie langsam hochkommen könnten. Ja, natürlich. 10 Jahre Studienrat. Wann haben Sie sich denn entschlossen, Historiker zu werden? Ich habe beschlossen, Historiker zu werden. Das geht eh nicht. Ne? Doch, doch. Ja, gut. Also das ist kein Beschluss. Wir sind doch alle, die wir hier sitzen, Historiker in irgendeinem Tun. Und manches wird veröffentlicht, anderes wird gesagt, anderes wird nur gedacht. Aber ich habe dann tatsächlich 1993 die Unterrichtsstube mit dem Forschungsgriffel erst einmal vertauscht, habe mich beurlauben lassen als Lehrer und dann bin ich da, der ich nur 3 Jahre beurlaubt sein wollte und dann bin ich da doch hängen geblieben in der Wissenschaft, wie das so ist. Und wie kam es zu Walter Rathenau, zum Promotionsthema? Ach so, das, ach Mensch, also wir reden jetzt über ein anderes Thema. Das war nämlich der Wasserrohrbruch. Als Außenminister Genscher anregte, eine Rede halten zu sollen zum 120. Geburtstag von Walter Rathenau 1987 in der Schule, in der ich unterrichtete. Die hieß übrigens Walter-Rathenau-Schule. Also Genscher wollte eine Rede halten, der Fachbereich Geschichte sollte eine Ausstellung machen. Unser Fachbereichsleiter sagte, das machen wir doch mit links. Und der Hausmeister sagte, nein, Herr Fachbereichsleiter, Sie haben den Wasserrohrbruch vergessen. Das war's. Der Wasserrohrbruch hatte die alte Ausstellung von 1967, die war so in kleinen Platten übereinander mit den damaligen Nasskopien. Das war alles nass geworden, war verfallen. Einer musste jetzt eine Ausstellung machen und ja, hinter mir steht jetzt keiner mehr. Das war dann ich und habe eine Rathenau-Ausstellung gemacht, die das ganze Bild, also für die Schule eben. Und in den anschließenden Leistungskursklausuren habe ich dann immer Richtung Mordstelle, das ist ziemlich nah beieinander, aber keine direkte Blickbeziehung, habe ich dann immer geschaut und gedacht, Mensch, also stimmt das eigentlich, was Ernst von Salomon, Mitbeteiligter, der hier am Zirkus 10 übrigens den Rathenau-Mord vorbereitete, aber das ist eine andere Geschichte. Stimmt es eigentlich, was Sebastian Haffner im Stern schrieb, dass der Rathenau-Mordwagen rechts überholt hätte, der Königsallee 65, wo hier auch ein Gedenkstein ist. Das hat mich nicht losgelassen. Und als ich in Bonn irgendwie zu tun hatte, bin ich in das politische Archiv des Auswärtigen Amtes, das damals, es war mal die Bundeshauptstadt, domizilierte. Und dort bin ich dann rein und habe die Leiterin gefragt, ob ich das mal rauskriegen könnte. Und die hat mich angeguckt wie ein Insekt. Ich habe mich auch geschämt. Ich weiß, so macht man das nicht. Und dann hatte ich aber das Verhandlungsprotokoll in der Hand und das ist 6 Bände. Die anderen 6 Bände habe ich dann in Moskau im geheimen Sonderstaatsarchiv gefunden, in der Viborgskaja. Das ist genau an der Stelle, an der die deutschen Panzer bis zu ihrem letzten Vorstoß kamen und die entsprechenden Panzersperren noch zu sehen sind. Und da fand ich die anderen 6 Bände des Verhandlungsprotokolls. Und irgendwann wurde es dann mal ein Thema. Und als es dann fertig war und ich promoviert, dann, ja, Sie haben es Doktor, gesagt. Wenn Sie so einen Reader in die Hand nehmen wollen von Sapro, dann Martin Sapro, Zeitgeschichte schreiben, von der Verständigung über die Vergangenheit in der Gegenwart, das ist vor 2 Jahren erschienen, fängt in der Einleitung an mit dem bemerkenswerten Satz, da kommen wir auch noch drauf zurück, Zeitgeschichte erfreut sich großer Aufmerksamkeit und ist dennoch als Disziplin schwer zu fassen. Ihr Profil ist von eigentümlicher Unschärfe. Seltsam doppeldeutig bezeichnet sie, wie Geschichte überhaupt, Gegenstand und Behandlung zugleich, indem sie sich auf das Geschehen selbst wie auf seine Überlieferung bezieht. Und ein zweites Zitat aus diesem Reader. In außerwissenschaftlichen Dienst genommen und zum Instrument politischer Interessen gemacht zu werden, zählt zum Schicksal der Geschichtsschreibung. Die Verfälschung der historischen Wahrheit, die Unterdrückung geschichtlicher Fakten und die Nötigung ihrer professionellen Sachwalter durch den Auftraggeber und Abnehmer sind stetes Topoi aller Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit. Mit dem Lobpreis der Muse Clio verbindet sich seit jeher die Klage über ihren Missbrauch. Da haben Sie auch gelinde Erfahrungen, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. So viel zu Sapro, das sind seine Bücher, hier ist der Mensch, wir erwarten Ihren Vortrag. Liebe Frau Zepp, lieber Herr Eichhorn, meine Was sehr verehrten Sie? Damen. Ich sagte, liebe Frau Zepp, ich sagte anschließend, lieber Herr Eichhorn, und ich sage jetzt, mein sehr verehrtes Publikum, jetzt spricht nicht mehr Herr Eichhorn, in der Tat, jetzt habe ich mal für ein paar Minuten
das Mikrofon übernommen, das Herr Eichhorn ja schon ganz am Ohr trägt, sodass man es ihm gar nicht abnehmen kann. Also, Frau Zepp hat mit einer leichten Distanzierung schon das Thema des heutigen Abends angeschnitten: Geschichte als Aufklärung, Fragezeichen zur Krise eines liebgewonnenen Denkmodells. Und in der Tat ist das jetzt ein bisschen experimentell, was ich mit Ihnen durchgehen will. Und wie Zeithistoriker, wie viele Zeithistoriker, schaue ich damit auch ein bisschen in eine mögliche Zukunft. Das sollen wir nach Friedrich Schlegel natürlich nicht tun, weil wir rückwärtsgewandte Propheten sind, aber gleichwohl. Meine Damen und Herren, wohl keine Nation kann auf eine unschuldige Vergangenheit zurückblicken. Aber wer wollte bestreiten, dass ihre Last in dem Land besonders tief drückt, das sich im Zweiten Reich seiner Militarisierung so besonders rühmte, mit dem Dritten Reich Weltkrieg und Völkermord zum Programm erhob und dessen östliche Hälfte nach 1945 für fast ein halb Jahrhundert unter der Diktatur einer Staatspartei stand. Der demokratische Neubeginn nach 1945 und wieder nach 1989. Er hat diese Vergangenheit niemals in völlige Vergessenheit geraten lassen. Natürlich nicht. Aber er hat auch den Blick denkbar unterschiedlich und andersartig auf sie gerichtet. Als der Parlamentarische Rat in den Westzonen, die zur Bundesrepublik wurden, das Grundgesetz im Mai, am 8. Mai 1949 beschloss, am 8. Mai, tat er dies nicht, um etwa an den 8. Mai 1945 in besonderer Weise zu erinnern, wie wir uns das heute selbstverständlich überlegen würden, nein, sondern um ihn durch Überformung zu neutralisieren, unschädlich zu machen, umzupolen. Ich zitiere: Es ist wohl in Wahrheit, so beendete Konrad Adenauer die Sitzung nach der turbulenten Abstimmung kurz vor 12 Uhr nachts, es ist wohl in Wahrheit für uns Deutsche der erste frohe Tag seit dem Jahr 1933. Wir wollen von da an rechnen und nicht erst von dem Zusammenbruch an, so schwer die Jahre des Zusammenbruchs auch waren. Also, Zitat Ende, kein Denken an den 8. Mai. Auch 16 Jahre später betrachtete Bundeskanzler Ludwig Erhard in einer Gedenkansprache zum 20. Jahrestag des Kriegsendes den 8. Mai nicht als eine Aufforderung zu entschlossener Erinnerung, sondern lediglich als einen Tag, ich zitiere ihn, so grau und trostlos wie so viele vor oder auch nach ihm. Und ebenso argumentierte für die andere Volkspartei Willy Brandt, 20 Jahre sind genug. Genug der Spaltung, genug der Resignation, genug des bloßen Zurückschauens. Zwar wurde die schuldhafte Vergangenheit auch im ersten Jahrzehnt nach dem Krieg zu keiner Zeit, so meine ich, im eigentlichen Sinne verdrängt oder auch nur beschwiegen. Ernst von Salomons Romanautobiografie Der Fragebogen, Hans Scholzens Erzählzyklus Am grünen Strand der Spree erreichten in den 1950er Jahren sechsstellige Verkaufszahlen. Und das Tagebuch Anne Franks wurde in derselben Zeit zu dem am besten verkauften Taschenbuch und am meisten gespielten Bühnenstück in der Bundesrepublik überhaupt. Doch der 1950 wiederbelebte Volkstrauertag erdiente der Erinnerung an alle diejenigen, ich zitiere, die ihre Leben für die höheren Güter der Menschheit hingegeben haben. Und er machte keinen Unterschied zwischen Soldatentod und Völkermord. Den von Adenauer gegen inneren und äußeren Widerstand vorangetriebenen Entschädigungsvertrag mit Israel und der Jewish Claims Conference, in der Sprache der Zeit als Wiedergutmachungsabkommen bezeichnet, billigten 1952 lediglich 11% der deutschen Bevölkerung, der bundesdeutschen Bevölkerung. Und die von Hermann Lübbe sogenannte gewisse Stille der Nachkriegszeit, sie deckte Elitenkontinuität und Persilscheinentnazifizierung, Schuldabwehr und Schlussstrichmentalität und vor allem die verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber all jenen Opfern, die nicht aus der eigenen Familie, der Verwandtschaft, der eigenen Umgebung stammten. Die Nachkriegsgesellschaft bezog ihr Selbstverständnis aus dem Abstand zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, nicht aus der Beschäftigung mit ihr, und der Kontrast von Vernichtung und Wiederaufbau stellte die lokale Kriegserinnerung noch bis zur Wahrnehmung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung in ein Erfolgsnarrativ, ein Narrativ der glückvollen Auslöschung durch Überwindung. Ich zitiere aus der Lokalpresse Freiburgs, wo man in jener Nacht und noch Monate später sich mühsam einen Weg durch die Trümmer bahnte, strahlen jetzt wieder bunte Lichterketten, gehen frohe Menschen ihrer Arbeit nach. Zitat Ende. Auch nach der gegen Ende der 50er Jahre, Sie kennen das, wieder in Gang gekommenen Verfolgung von NS-Verbrechen, blieb die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ein Randthema. Erst die Forderung des zuständigen Landrates, das Krematorium des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau abzureißen,
führte 1960 zur Einrichtung eines provisorischen Museums auf dem Gelände. Eine Gedenkstätte im heutigen Sinne entstand erst 1965 und der Einrichtungsbeschluss sah zugleich den Abriss der originalen Baracken vor. Das ging damals Hand in Hand, erinnern und vernichten. In West-Berlin wiederum lehnte der regierende Bürgermeister Klaus Schütz noch 1967 die Errichtung eines Dokumentationszentrums im späteren Haus der Wannsee-Konferenz ab, um, ich zitiere ihn, keine makabre Kultstätte zu schaffen. Solche Äußerungen, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wirken in unserer Zeit vollständig aus der Zeit gefallen. Theodor Adornos Forderung an eine gelingende Aufarbeitung im Jahre 1959, dass, ich zitiere ihn, dass man das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen Bann breche durch helles Bewusstsein, das kann in der Gegenwart für erfüllt gelten. Oder konnte es zumindest für viele Jahre. Heute gilt, oder heute noch, gilt ein von der Linkspartei in Mecklenburg bis zur CSU in Bayern reichender Konsens, dass die fortdauernde Auseinandersetzung mit der historischen Schuld einer großen und einer nicht so großen Diktatur die Bundesrepublik in der Bundesrepublik einen Grundpfeiler des Selbstverständnisses bildet. Die Bundesrepublik hat in den vergangenen 30 Jahren diese zweite Schuld, von der Ralph Giordano sprach, nach Kräften abzutragen versucht. Sie hat es in einer solchen Intensität getan, dass seit der Jahrhundertwende auch nationalistischer Anwandlungen unverdächtige Beobachter die ewige Vergangenheitsbewältigung der Deutschen, das sind kleine Zitate, als bekenntnisfreudigen Sündenstolz interpretieren und davor warnen, dass Deutschland sich mit seinem Streben nach einem Moralmonopol in der Welt isoliere und an der Wahrnehmung seiner internationalen Verantwortung hindere. Das erste waren Zitate Hermann Lübbes von 1983, der berühmten Konferenz im Reichstagsgebäude zum 50. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung. Das andere war ein Beitrag meines Kollegen Heinrich August Winkler in der Zeit vom letzten Jahr. Die Verfestigung antisemitischer Haltungen in Schulen, besonders mit hohem Anteil arabischer Schüler, die gegenwärtig besonders in Berlin diskutiert wird, sie stellt diesen Konsens in Frage. Und sichtbarer noch tut es der Aufstieg einer populistischen Partei, deren rechter geschichtsrevisionistischer Rand allmählich, wie wir das in diesen Tagen wieder lernen, in die Parteimitte vordringt und etwa mit den Auslassungen des Thüringer AfD-Sprechers und Geschichtslehrers Höcke verbunden sind. Wir reagieren auf den Schock, den diese Konsenskündigung auslöst, mit dem Mittel, mit dem Gegenmittel und dem Ruf nach besserer, nach noch intensiverer Aufklärung. Ich frage mich, ob das der richtige Weg ist, und das möchte ich heute in den Raum stellen. Denn der Triumph der Vergangenheitsaufarbeitung über die sogenannte Vergangenheitsverdrängung, er hat eine häufig unterschätzte Kehrseite. Denn das Projekt Aufklärung hat sich im Zuge seiner gesellschaftlichen Durchsetzung, so die These, selbst verändert. Die Auseinandersetzung mit den Irrwegen des 20. Jahrhunderts, meine Behauptung, hat ihren Anspruch auf kritische Bewältigung der Vergangenheit in die Realität einer selbstgewissen Bestätigung der Gegenwart eingetauscht. Darüber wird jetzt zu reden sein. Zunächst einmal richtet sich die immer noch so oft als schmerzhaft ausgegebene, uns auf diese Weise auch in unserer Schmerztapferkeit ehrende Frage nach Schuld und Verstrickung, sie richtet sich nicht mehr an uns und auch nicht mehr an unsere Umwelt, sondern sie arbeitet sich an fernen Adressaten ab, seien es die eigenen Vorfahren oder andere Nationen außerhalb dessen, was wir die europäische Wertegemeinschaft nennen. Auch die Aufarbeitung der SED-Diktatur wurde im Laufe der 1990er Jahre zunehmend weniger aus der Mitte der DDR-Gesellschaft heraus, als vielmehr aus der ihr doch so im Vereinigungsprozess noch distanziert gegenüberstehenden Bundesrepublik vorangetrieben, die im Verein mit Teilen der früheren Opposition weder auf juristischer noch auf wissenschaftlicher oder moralischer Ebene die Fehler der Zeit nach 1945 wiederholen wollte und sich erneut und nicht erneut an der Aufgabe einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der Herrschaft des Unrechts scheitern mochte. Die bei Adorno noch vor allem gegen den Staat und das staatlich verantwortete Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie gerichtete Bewältigungsforderung, sie hat sich ein Halbjahrhundert später doch zum Handlungsziel für den Staat entwickelt. Gegen den Staat, für den Staat.
Die politischen, auch die wirtschaftlichen Eliten der Bundesrepublik, sie sind von erklärten Gegnern zu geschätzten Partnern der Aufarbeitung geworden. Kein Unternehmer, meine Damen und Herren, würde noch wie der frühere IG Farben und nachmalige Bayer-Manager Fritz Termeer jede Schuld am Leid der damals für den Konzern schuftenden Zwangsarbeiter mit der kühlen Feststellung abwehren, dass den Zwangsarbeitern ja kein besonderes Leid zugefügt worden sei, da, ich zitiere Sie, man sie ja ohnehin getötet habe. Das konnte Fritz Termeer in einer Dissertation Geschichte und Gewinn meines Doktoranden Sebastian Brünger gerade im Spiegel toll besprochen. Das konnte Fritz Termeer in den 50er Jahren sagen. Es verhinderte nicht seine Verurteilung, aber es hinderte auch nicht seine Nachkriegskarriere. Die Bundespolitik ist heute ganz anders. Sie formuliert mittlerweile unwidersprochen als Maxime ihres Handelns, ich zitiere, Staat und Gesellschaft sind bei allen Unterschieden zwischen nationalsozialistischer und kommunistischer Gewaltherrschaft verpflichtet, der Verantwortung für die Folgen beider totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts nachzukommen, an die Leiden der Opfer zu erinnern und das begangene Unrecht aufzuarbeiten. Ein Zitat aus der Satzung der Gedenkstättenförderung des Bundes. Adornos bittere Erfahrung, ein Zitat, im Hause des Henkers soll man vom Strick nicht reden, sonst hat man Ressentiment. Diese bittere Erfahrung hat nicht nur ihre Gültigkeit verloren, sie ist in ihr Gegenteil umgeschlagen. Wenn Bundespräsident Joachim Gauck, damaliger Bundespräsident, zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz feststellte, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger, die in Deutschland leben. Die damit formulierte Norm der andauernden kritischen Auseinandersetzung mit dem, was Dandiner den Zivilisationsbruch nennt, wird bekanntlich nicht von jedermann geteilt und muss es auch nicht. Aber diese Norm markiert in unserer Zeit den Rahmen des öffentlich Sagbaren und Vertretbaren, wie auch die schockierte Empörung gegen Höckes Tabubruch anzeigt. Und sie zeugt von einem gleichgerichteten Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft in der Epoche der Erinnerungskultur, die herrschaftskritische Aufklärung in staatliche Identitätsressource verwandelt hat. Der Schweigekonsens der Nachkriegszeit ist von einem Aufarbeitungskonsens der Gegenwart abgelöst worden, der sich gegen einen öffentlich weitgehend verstummten und in die Tiefe des Internets abgedrängten Dritten richtet, durch generationellen Zeitablauf in Bezug auf die erste deutsche Diktatur und ihre Menschheitsverbrechen und durch soziale Marginalisierung und weitgehende Abdrängung der entmachteten DDR-Eliten aus dem öffentlichen Diskurs im Falle der SED-Herrschaft. Der Verbrechenscharakter der NS-Herrschaft, der Diktaturcharakter des SED-Regimes, sie sind im Grundsatz nicht mehr öffentlich zu verhandeln. Und gerade mit dieser Aufmerksamkeit durch Ausgrenzung erheischenden Tabubruch arbeitete die Rede von Höcke. Die 2010 und 11 geführte Kontroverse um die Rolle des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich markiert aus heutiger Sicht den Abschluss einer konfrontativen Aufklärung, zumindest in der Mitte der Gesellschaft. Gerade weil Ministerien und Bundesbehörden seither mit Unterstützung der Bundesregierung auf eine Aufarbeitung von personellen und mentalen NS-Kontinuitäten drängen, bieten die dabei zutage tretenden Befunde gar keinen Empörungsanlass mehr. Nicht einmal die Höhe der NS-Belastung im Bundeswirtschaftsministerium, die über 60% betrug. Dass die Vergangenheit nicht mehr streitbar ist, liegt aber nicht allein daran, dass die Adressaten der historischen Aufklärung gewechselt haben. Wir sitzen hier, nicht mehr unsere Eltern und die Großeltern. Nein, es ist mehr. Verändert hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten auch die Bedeutung des Historischen selbst. Der Sprachhaushalt der Erinnerungskultur weist darauf hin, so meine ich, dass der Umgang mit der Vergangenheit in unserer Zeit Züge einer säkularen Religiosität anzunehmen, zumindest begonnen hat. Als Richard von Weizsäcker in seiner berühmt gewordenen Rede vom 8. Mai 1985 die Deutung des Endes des Zweiten Weltkrieges als Befreiung im öffentlichen Bewusstsein verankerte, tat er dies in absichtsvollem Bezug auf die jüdisch-christliche Heilsbotschaft und ihre Verknüpfung von Sünde und Sühne, von Verfehlung und Vergebung. Ein Zitat daraus: Wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade deshalb müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. Die Erfahrung millionenfachen Todes ist ein Teil des Inneren jedes Juden in der Welt, nicht nur deshalb, weil Menschen ein solches Grauen nicht vergessen können, sondern die Erinnerung gehört zum jüdischen Glauben.
Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Diese oft zitierte jüdische Weisheit will wohl besagen, dass der Glaube an Gott ein Glaube an sein Wirken in der Geschichte ist. Die Erinnerung ist die Erfahrung vom Wirken Gottes in der Geschichte. Sie ist die Quelle des Glaubens an die Erlösung. Zitat Ende Weizsäcker 1985. Die seither und besonders nach 1989 im Aufarbeitungskontext nach gerade inflatorisch gewordene Rede von der erlösenden Erinnerung, das Verständnis der Gedenkstätte als Läuterungsraum und des Weges zu ihr als Pilgerfahrt, aber auch Begriffe und Sentenzen wie historische Trauerarbeit, eben auch historische Versöhnung. Sie deuten, so meine ich, eine Imprägnierung der gegenwärtigen Geschichtskultur in Deutschland und darüber hinaus in großen Teilen Europas an, die dem Konzept der vernunftgeleiteten Aufklärung immer deutlicher sakralisierende Züge aufprägt. Die neuzeitliche Verbindung von Geschichte und Religion hatte ihre erste Hochphase im späten 19. Jahrhundert, in der das Objektivitätsideal der historistischen Schule dem allwissenden Geschichtserzähler gleichsam göttliche Autorität beimaß. Und nicht weit von der Wirkungsstätte von Gustav Treusen und Leopold von Ranke kann man das vielleicht mit besonderer Inbrunst sagen. Doch anders als bei diesen von Wolfgang Hartwig als Geschichtsreligionen gekennzeichneten Welterklärungen des 19. Jahrhunderts gilt die neue Sakralisierung des Gewesenen, von der ich spreche, weniger der Geschichtsschreibung, also Historia Rerum Gestarum, Sie hatten es zitiert, Herr Eichhorn, gilt die neue Sakralisierung des Gewesenen weniger der Geschichtsschreibung als vielmehr der Vergangenheit selbst. Sie erwächst nicht, wie im historistischen Denken, aus der urteilenden Distanz des Betrachters zum Geschehen, sondern im Gegenteil, aus der empfundenen Nähe zu ihm. Und sie bezieht sich im Gegensatz zu den miteinander konkurrierenden Geschichtsreligionen des 19. Jahrhunderts weniger auf die Deutung der Vergangenheit als vielmehr auf die Bedeutung für die Gegenwart. Diese Diagnose bezieht sich zunächst auf die quasi religiöse Aufladung der Objekte und Zeugen, über die wir mit der Vergangenheit in den Dialog treten. Die Stelle der himmlischen Autorität hat dabei, erlauben Sie mir diesen fast Karlauer, die Aura der historischen Authentizität angenommen, wie sie überlieferten Sachzeugnissen und Museumsdingen ebenso zugeschrieben wird wie den Survivors' Testimonies von Zeitzeugen. Der Authentizitätsdrang unserer heutigen Geschichtskultur ist zu einem kraftvollen Motor der Verständigung über die Vergangenheit geworden, dessen Kraft tradierte Bedenken, etwa der Denkmalpflege und ihres auf Gehe euch die Hio zurückgehenden Leitsatzes konservieren, nicht restaurieren oder gar Schlösser bauen, triumphal überwunden hat. Längst überstrahlt der Ausweis historischer Echtheit auch überkommene Unterscheidungen, wie etwa die zwischen legitimen und illegitimen Vergangenheitszeugnissen, zwischen erhaltenswerten und entbehrlichen oder gar anstößigen Teilen des historischen Erbes. Hier wird die Rückverwandlung des historischen Reliktes in die hieratische Reliquie greifbar, die den Kult des Originalen in unserer Zeit beherrscht. So wie einst die christliche Reliquie als Mittler zwischen den Menschen und Gott fungierte, so wirkt heute die historische Reliquie als Klammer zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Nur mit Mühe konnte etwa 2005 die Mitinitiatorin des Holocaust-Mahnmals Lea Ross von ihrer Idee abgebracht werden, in einer Stele den Backenzahn eines in Sobibor ermordeten Juden einzulassen. Ihr Vorhaben stieß in der Öffentlichkeit immerhin doch noch auf erhebliches Befremden, wobei sich als besonders durchschlagskräftiges Argument die Distanz des historischen Zeugniskultes zum jüdischen Religionsverständnis erwies. So ein christlicher Reliquienkult, ich zitiere eine Interviewäußerung, die Ernst Pieper aufschrieb, so ein christlicher Reliquienkult, den Frau Ross mit dem Backenzahn treiben will, der ist im Judentum nicht vorgesehen. Also, Zitat Ende, eine religiöse Argumentation, um diese religiöse Aufladung zurückzuweisen. Lea Ross hatte mit ihrem forciert sakralisierenden Vorhaben dem allgemeinen Verständnis nach die Grenze zum Bewältigungskitsch umso verletzender übertreten, als sie selbst nicht den Status des überlebenden Opfers für sich in Anspruch nehmen konnte, sondern als Abkömmling der deutschen Tätergesellschaft angesehen wurde. Auch das kein historisches Argument. Dieselbe quasi religiöse Zuschreibung erfährt im Geschichtsdiskurs unserer Zeit die Figur des Zeitzeugen, die sich beginnend mit dem Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 mehr und mehr zur beherrschenden Ausdrucksform historischer Unmittelbarkeit entwickelt und seitdem
unglaubliche, quasi religiöse Authentizität erlangt hat. Die Faszination für den Zeitzeugen hat sich als stark genug erwiesen, den seit Anfang der 1990er Jahre immer wieder ausgerufenen und sogar zum Mnemozid, also Genozid, Mnemozid, erklärten Abschied von der Zeitzeugenschaft, Norbert Freys Wort, mit Hilfe der Ausbildung von sekundärer Zeitzeugenschaft oder Parazeitzeugenschaft immer weiter hinauszuzögern, wenngleich etwa das endgültige Aussterben der Frontkämpfergeneration des Ersten Weltkriegs nach der Wende zum 21. Jahrhundert über Frankreich hinaus große politische und mediale Aufmerksamkeit erfuhr. Nicolas Sarkozy hat daraus sogar eine Kabinettssitzung gemacht. Und wenn Sie an unsere Tage denken, das Ende des 19. Jahrhunderts beging die Tagespresse in der letzten Woche mit der Feststellung, dass nun die letzte Frau gestorben sei, die noch im 19. Jahrhundert geboren ist. Auch hier eine Idee von Zeitzeugenschaft, die jetzt allerdings nur noch mit Zahlen klimpert. Im Zeitzeugen kommt die Suche unserer Zeit nach Nähe zur Vergangenheit zu ihrem unmittelbarsten Ausdruck. Als Bote historischer Erfahrung und Träger eines geschichtlichen Vermächtnisses hat der Zeitzeuge sich zu einer moralischen Instanz entwickelt, die mehr und mehr die kritische Auseinandersetzung mit dem bezeugten Geschehen durch die Ehrfurcht vor einer sakrosankten, authentischen Erfahrung abgelöst hat. Und jeder Geschichtslehrer, der solche Sätze hört, weiß, wovon ich rede, wie schwer es der Geschichtsunterricht hat, mit, aber auch gegen den Zeugen zu argumentieren, mit Klarheit der Quellenanalyse. Zögerlicher hingegen entwickelt sich die Sakralisierung der Authentizität in Bezug auf Überreste historischer Täterschaft. Das Deutsche Historische Museum in Berlin verweigerte sich dem Trend, Originalität über Legitimität zu setzen. Noch die 2010 und 11 dort gezeigte Ausstellung Hitler und die Deutschen, Volksgemeinschaft und Verbrechen, warf die Frage auf, ob man Hitler ausstellen dürfe. Ich zitiere, kann man neben nationalsozialistischen Symbolen und Propagandabildern auch persönliche Gegenstände aus dem unmittelbaren Gebrauch Adolf Hitlers in einer Ausstellung zeigen und sie durch die Präsentation im Museum womöglich zu profanen Reliquien erheben, was die Ausstellung zum Wallfahrtsort für alte und junge Nazi-Sympathisanten machen könnte? Fragezeichen. Das waren Überlegungen, die der Ausstellungskurator Hans-Ulrich Thame anstellte. Wenngleich er solche Lesarten am Ende durch die Art der Objektinszenierung meinte, entgegenwirken zu können, konzidierte er doch, dass die Gefahr einer Sakralisierung der gezeigten Stücke durch Ausstellungsbesucher nicht von der Hand zu weisen sei. Noch ein Zitat aus dem Aufsatz. Zusätzliche Vorsicht geboten ist aus geschichtspolitischen Gründen auch bei der Präsentation von persönlichen Gegenständen Hitlers. Die Ausstellung versuchte, möglichen unterschwelligen Wirkungsmechanismen dieser Art durch Verfremdung und Brechung entgegenzutreten. Nicht der ganze Schreibtisch wurde gezeigt, sondern ein Achtel. Und vor die Stücke wurde ein weißer Gazevorhang gespannt, damit nicht Adoranten sich auf dieses Stück werfen könnten. Die Wirkungskraft des Authentischen hat sich aber seither noch mehr und ungebrochen weiterentwickelt. Ein Jahrzehnt später wurden kaum noch öffentliche Gegenworte erhoben, als im Sommer 2016 auf einer Auktion in München unter anderem Adolf Hitlers Krawatten, Hermann Görings Nachthemd und ein für echt beglaubigtes Stück des Hanfstrickes zur Versteigerung kamen, mit dem das Todesurteil gegen Joachim von Ribbentrop vollstreckt worden war, während das Auktionshaus sich zugleich entschieden gegen jeden Verdacht der NS-Verehrung zur Wehr setzte und damit wohl auch noch recht hatte. Nicht nur mit einer Person verbundene Gegenstände, sondern auch öffentlich angeeignete Orte werden heutzutage nach ihrer Authentizität bewertet. Das wissen wir alle. Wenn in Deutschland im Krieg oder in der Nachkriegszeit zerstörte Schlösser und Kirchen oder ein ganzes Altstadtviertel in historischer Originaltreue wie in Frankfurt aufgebaut werden, steckt darin die Überzeugung einer gewahrten Authentizität, die die vermeintlich authentische Rekonstruktion vom kitschigen Neubau und Nachbau im Stile von Disneyland unterscheidet. Authentische Erinnerungsorte bedienen die Sehnsucht nach Echtheit und Erlebnis und sie reagieren damit auf eine Sprache des Historischen in der Gegenwart, die dem Originalen höhere Ausstrahlung und Bedeutung beimisst als etwa dem Anspruch auf funktionale Brauchbarkeit oder ästhetische Gefälligkeit, wenngleich es Stücke gibt wie der Palast der Republik, die sich diesem Gesetz nicht fügen wollten. Neben den sakralen Objekten sind es die sakralen Räume, in denen sich die Kraft der vergangenheitsreligiösen Auseinandersetzung entfaltet.
Die Schaffung und Bewahrung authentischer Orte als Scharnier oder Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart stellt auch in der Gedenkstättenpraxis die entscheidende Richtschnur des geschichtspolitischen Handelns dar. Hierzu zählt zunächst der Weg der Gedenkstätten von der Peripherie in das Zentrum der Geschichtskultur, wie er sich seit den 1990er Jahren und der Übernahme der drei nationalen Mahn- und Gedenkstätten Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen in die Obhut des Bundes entfaltet und später in einem Gedenkstättenkonzept des Bundes ihren Niederschlag gefunden hat. Gedenkstätten beziehen im Gegensatz zu Museen ihre Aura aus der möglichst wenig angetasteten oder auch inszenatorisch aufbereiteten Authentizität des Ortes, die eine möglichst unmittelbare Begegnung mit der ihm verbundenen Geschichte verspricht. Professionelle Begleiter von Gedenkstättenfahrten zu Orten des NS-Terrors berichten von der immer gleichen Hoffnung der Teilnehmer, dort zu sehen, wie das damals wirklich war, und von der empfundenen Selbstverständlichkeit, die die Sakralität des Ortes als emotionale Freizone ihrer anschließenden kathartischen Erschütterung zubilligt. Das zeitliche Pendant der Gedenkstätte ist die Gedenkveranstaltung. Die Sakralisierung und Ritualisierung von Gedenkfeiern zur Erinnerung an die Diktaturlasten des 20. Jahrhunderts sind vielfach beschrieben worden. Weniger ritualisierte Spielarten dieser säkularreligiösen Praxis bieten sich dem Geschichtstouristen an Orten, die mit dem Odium einer schrecklichen Vergangenheit belastet sind, aber nicht wie Auschwitz oder Bergen-Belsen gänzlich in ihr aufgehen. Solche Schattenorte spiegeln zum einen den Willen zur Vergangenheitsüberwindung durch politische Distanzierung und wissenschaftliche Erhellung, und sie nähren zum anderen die Sehnsucht nach einer Vergangenheitsvergewisserung, die nach den Spuren des Grauens schürft, um sich von dessen Erlebbarkeit und Machtlosigkeit zugleich zu überzeugen. In einer Zeit, die die Zukunft nicht mehr als Versprechen des Besseren versteht, sondern als Fortsetzung der Gegenwart nur noch, verschiebt diese Doppelbewegung von Attraktion und Abscheu der Vergangenheit den Charakter des geschichtlichen Schattens. Er kann vom Odium, vom Schmerz, vom Leid zum Asset werden, vom Schandmal zum Alleinstellungsmerkmal, vom Stigma zum Standortfaktor. Und auf diese Weise gerät das Grauen zur touristischen Unterrichtungstafel, wie der offizielle Name der braunen Lokschilder für Touristen an der Autobahn lautet. Ich erinnere mich daran, Königsbronn an der Brenz, da gibt es eine braune Tafel jetzt an der Autobahn, die darauf hinweist, es ist der Ursprung der Brenz und ein schöner Teil der Ostalb, aber es ist zugleich der Geburtsort Georg Elsers. Als ich vor 30 Jahren nach Schwaben verheiratet wurde und den Namen Georg Elser erwähnte, war in Königsbronn davon nichts zu hören. Heute ist es so, dass man damit Touristen zur Autobahnabfahrt locken kann. Der sogenannte Dark Tourism tritt auf der Berliner Geschichtsmeile so anziehungsmächtig in Erscheinung wie in der historischen Pilgerfahrt auf den Obersalzberg an die innerdeutsche Grenze und nach Peenemünde auf Usedom im Norden. Er sichert den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ein anhaltendes Besucherinteresse und er hat so peinigende Phänomene wie das Auschwitz-Selfie hervorgebracht. Annäherndes Erinnern und distanzierendes Lernen zugleich markieren die beiden großen Zugkräfte unseres heutigen Umgangs mit der Vergangenheit. Sie verbinden den Wunsch nach Vergangenheitsüberwindung mit der Sehnsucht nach Vergangenheitsvergewisserung, die in der erfahrenen Nähe zum Gestern einen wesentlichen Teil der heutigen Geborgenheitssehnsucht erlebt. Deshalb ist der gegen den Aufschwung der Erinnerungskultur so gerne erhobene Vorwurf der bloßen Nostalgie schon lange wieder verstummt. Das Geschichtsinteresse der Gegenwart verlangt danach, die Vergangenheit mit einem Wort von Nietzsche richtig zu lesen, nicht aber sie zu leben. In eine so beschaffene Erinnerungskultur eingebettet, meine Damen und Herren, hat sich das so erfolgreiche Projekt Vergangenheitsaufklärung selbst verändert. Es hat, wie ich am Anfang sagte, aufbegehrende Konfliktbereitschaft in selbstgewisse Bestätigungsroutine verwandelt und einen Schulterschluss von Staat und Gesellschaft geschaffen, hinter dem wir uns zufrieden eingerichtet haben. Wir feiern den Erfolg unserer Aufarbeitung in Filmen wie Der Staat gegen Fritz Bauer und wir haben uns im Bewusstsein unseres eigenen Lernerfolgs gegen die kritische Infragestellung unseres nach doch so langen Kämpfen gewonnenen Geschichtsbewusstseins immunisiert. In der eigentümlichen Verbindung von aufarbeitender Distanzierung und erinnernder Bewahrung deutet sich an, dass Aufklärung und Anbetung in unserem Umgang mit der lastenden Vergangenheit zu einer seltsamen Allianz gefunden haben.
Aus der fortdauernden Konfrontation mit den Schrecken des letzten Jahrhunderts gewinnen wir unsere kulturelle Orientierung in einer unübersichtlicher gewordenen Gegenwart, ja. Aber in unserer aus der Authentizität ihrer Erzeugnisse gespeisten Erinnerungskultur begegnet uns zugleich eine Welt von gestern, die unmittelbar erlebbar und ihrer Vergänglichkeit entkleidet scheint. Damit aber ist in der Tat eine Entwicklung vorgezeichnet, die dem Projekt der zeithistorischen Aufklärung Züge einer säkularen Religion verleiht. In der erinnernden und gedenkenden Bemächtigung der Vergangenheit befreien wir uns von den Schatten der Vergangenheit und erleben zugleich den tröstenden Hauch der zeitlichen Unvergänglichkeit. Das wäre meine Diagnose. Und die Frage, die ich an uns alle richte, ist eine derart aufgeladene und unter der Fahne der kritischen Infragestellung zur ritualisierten Selbstbestätigung übergegangenen Geschichtskultur, ist sie in der Lage, den neuen Herausforderungen unseres historischen Aufarbeitungskonsenses angemessen zu begegnen? Sie ahnen es. Ich fürchte, dass es nicht so ist. Und ich fürchte, dass unsere historische Fortschrittserzählung, die auf dem Lerneffekt einer aufgearbeiteten Vergangenheit beruht, dass sie in die Krise zu geraten droht oder schon in ihr steckt. Wir glauben an die heilende Kraft der historischen Aufarbeitung. Wir rühmen uns der Zahl und Bedeutung unserer Gedenkstätten. Wir sprechen von den Ewiggestrigen, die immer noch die eine oder die andere Diktatur als eine im Grunde gute Idee finden, die nur schlecht ausgeführt wurde. Ja, wir reagieren auf antisemitische Ausfälle oder auch auf die Verharmlosung der kommunistischen Repression mit der Forderung, der Geschichte des 20. Jahrhunderts mehr Raum im Lehrplan einzuräumen. Wir versichern uns zu den üblichen Jahrestagen von 1914, 1933 und 1945, dass wir die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Aber Europaskepsis und Neonationalismus, das Flüchtlingsleid an den europäischen Grenzen und die Wucht der populistischen Empörung gegen das Establishment und seine erodierenden Volksparteien, die am Frankreich am letzten Sonntag gerade noch 26% der Wähler binden konnten. Sie alle deuten darauf hin, dass Friedrich Schillers Traum von der allmählichen Vervollkommnung des Menschengeschlechts, die mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Diktatursystems endgültig die Rückschläge des 20. Jahrhunderts überwunden zu haben schien, dass dieser Traum zu zerbrechen droht. Putin und Trump, Orban und Kaczynski, Erdogan und Lukaschenka, sie drängen uns in eine täglich spürbare werdende Defensive. Sie machen unsere um das Jahr 1989 und den Rückgewinn der Freiheit organisierte Fortschrittserzählung fragwürdig. Und diese Erschütterung trifft auch den Glauben an die Kraft der historischen Aufklärung. Ihre Erinnerung an die Härte des eisernen Vorgangs bis 1989 ließ die Gesellschaften des einstigen Ostblocks nicht vor der Errichtung hoher Zäune gegen die neuerlichen Flüchtlingsströme zurückschrecken. Der Umstand, dass er als Gymnasiallehrer für das Fach Geschichte zuständig ist, minderte nicht die Gleichgültigkeit des gegen die dämliche Vergangenheitsbewältigung anredenden AfD-Politikers Höcke gegenüber den Opfern des Holocaust. Müssen wir uns eingestehen, dass der Blick in die Vergangenheit am Ende doch nicht klüger macht und droht vor unseren Augen das in den letzten 40 Jahren eingeübte Konzept der historischen Aufarbeitung womöglich ebenso an sein Ende zu kommen wie früher der Glaube an die Weltverbesserung durch Wachstum? Wir können es noch nicht wissen, meine Damen und Herren, aber wir sollten es energischer als bisher fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war viel Holz, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das ist zu finden auf der Website der Böll-Stiftung in irgendeiner Form, als Manuskript oder weiß der Teufel wie. Danke, Herr Sabro. Jetzt werden wir zu klären haben, wozu und zu welchem Ende wir hier stehen. Geschichte als Aufklärung, Fragezeichen, zur Krise eines liebgewonnenen Denkmodells. Was heißt liebgewonnen? Wie kommt es zu liebgewonnen? Ist das Denkfaulheit? Sind wir einer Tradition verfangen? Haben wir alle das historische Gepäck, das uns belastet im Kopf? Was heißt liebgewonnenes Denkmodell? Ja, erstmal darüber. Darüber habe ich in der letzten halben Stunde reden wollen, wie unsere Generation sich ja mit ihrem Geschichtsdenken durchgesetzt hat gegen diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Schweigekonsens, gegen diese verbitterten Lippen, dieser Versuch, das Grabe, wo du stehst, die Erinnerung an Schicksale, über die hinweggegangen wurde, die in Berlin nicht wissend, dass in den Akten des Finanzsenators die Arisierungsunterlagen von Zehntausenden von Juden
gesteckt haben, für die sich niemand interessiert hat. Das alles begleitet ja uns und sichert uns auch diesen kritischen Impetus, mit dem wir meinen, in einer leidvollen Vergangenheit herumzubohren, weil es für uns besser ist. Und ich meine zu sagen, das ist lieb geworden, aber billig geworden auch. Na, ich vermute auch, dass in dem Wort lieb gewonnen natürlich eine Kritik an unser aller, also Verhalten, an unsere Bewegungsformen in der Geschichte oder mit der Geschichte steckt. Lieb gewonnen, ist das nicht ein Stück Bequemlichkeit? Nein. Also ich versuche jetzt in die Rolle des Beobachters zurückzutreten und hänge nicht an der Geschichtsauffassung an, die meint, dass man durch bewusste Impulse eigentlich viel verändern kann. Ich beobachte Ströme, denen ich selbst unterliege. Ich kann es an einem anderen Beispiel begründen. Hätten wir vor 5 oder vor 10 Jahren über die Idee gesprochen, in Potsdam das Stadtschloss wieder aufzubauen oder in Dresden die Frauenkirche oder in Braunschweig schon wieder das nächste Mal ein Schloss, ich hätte nur gelacht, ich hätte das dumm und dämlich gefunden. Natürlich ändern sich auch die eigenen Auffassungen, ohne dass die wissenschaftlichen Standpunkte grundsätzlich anders werden und man lernt oder man entwickelt sich mit den Strömungen des Zeitgeistes eben auch mit. Und das versuche ich zu beschreiben. Das ist für Zeitgeschichte als Wissenschaft sehr schwer. Wir sind Teil des Prozesses, über den wir reflektieren. Und nichts ist schwieriger als jeder Versuch einer auch nur noch so leichten Selbstdistanzierung von unseren eigenen Denkkäfigen oder Sinnwelten, wie immer man das nennen möchte. Aber das Bemühen meines Faches, für das ich hier stehe, ist ja genau das, uns klar zu machen, was wir eigentlich tun. Was wir tun, wenn wir sagen, das Erinnern, dass die Pathosformel zur Versöhnung ist. 2 Jahrtausende lang galt das Gegenteil. Vergessen ist die einzige Chance, überhaupt mit dem alten Kram aufzuräumen. Und als Cäsar verröchelte, rief Cicero schon aus, dass jetzt die Oblivio Sempiterna greifen müsse, das ewige Vergessen, damit wir uns nicht den Streit immer wieder um die Ohren hauen. Und so war es auch noch am Ende des 30-jährigen Krieges. Als Historiker genieße ich einen einzigen Vorteil, dass ich in die Vergangenheit hinein weiß, wie anders alles früher war und wie sehr es sich verändert hat. Und daraus leite ich dann in der Tat die Überzeugung ab, dass dieser Wandel nicht aufhört, bloß weil wir auf der Welt sind. Als Historiker sind Sie natürlich eine Person und Persönlichkeit der Öffentlichkeit und immer wieder auch zu moralischen Urteilen herausgefordert, zu Bewertungen. Wie gehen Sie damit um? Das kann ich so allgemein gar nicht halten gut beantworten. Halten Sie sich zurück? Oder? Ja, ich weiß. Danke für die Stichwörter. Also ich habe die auch. Ne? Bin ich beruhigt. Ja. Nein, aber nett. Was sagt er? Ja, ich halte mich zurück. Wie geht's weiter jetzt? Also, ja, na klar. Also ich wurde heute Morgen aufgefordert, für den Spiegel eine Meinung abzugeben über den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Und habe mich bemüht, klar zu machen, dass ich das gerne als, ich hätte auch schon eine Meinung, aber das muss doch die Leute nicht interessieren. Interessant ist vielleicht, wie ich aus meiner Profession heraus erklären kann, warum wir uns einen solchen steinernen Turm zum Zankapfel machen. Das finde ich interessant. Und dann spielt meine eigene Auffassung eigentlich nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Und wenn ich über den Herrn, über den wir letztens mal gesprochen haben, Erich Honecker, zu urteilen habe, dann versuche ich mich in der Bewertung auch zurückzunehmen und sie eher zu ersetzen durch Kontextualisierung. Es ist nicht interessant, wie ich meine heutigen Moralmaßstäbe auf eine Vergangenheit projiziere. Interessant ist eigentlich eher, dass ich mir und anderen erkläre, warum man damals so gedacht hat. Und das schließt moralische Urteile nicht ganz aus, weil man seinen eigenen Standpunkt auch nicht verleugnen kann und soll, aber nimmt sie doch sehr zurück. Ich wäre auf die Garnisonkirche nicht zu sprechen gekommen, aber da Sie das Stichwort nun mal gegeben haben, mir hat heute ein verdienstvoller Bürgerrechtler und Aktivist der Sozialdemokratischen Partei eine Mail geschrieben, er hätte einen Verein gegründet gegen Christen, gegen die Garnisonkirche und hat argumentiert, es geht hier zwar um Ulbricht und den Abriss, aber der eigentliche Zivilisationsbruch, der war viel, viel vorher. Sagen Sie das mal, Herrn Sapro, es wird ja vor seinen Augen aufgebaut, hat der Mann mir geschrieben, ich schicke Ihnen die Mail gern weiter. Tun Sie es. Ja, das war's, ja. Mann, es ist jetzt einfach wirklich ein anderes Feld. Es ist die Überlegung, wie schuldig Steine sein können. Ja. Und natürlich sind es nicht die Steine, es ist die Beziehung, die wir zu ihnen knüpfen und die ist veränderlich. Hier hatte ich dann nun argumentiert, dass jenes Bild des Handschlags zwischen Hindenburg und Hitler, den wir alle kennen, dass das keine nationalsozialistische Inszenierung, sondern eine Peinlichkeit gewesen ist. An diesem Tag hat nicht Hitler den Sieg davongetragen, sondern Hindenburg, der wurde als Messias in Potsdam behandelt. Und dieser Händedruck ist nur deswegen überhaupt auf die fotografische Platte geraten, weil außen draußen jemand das noch gesehen hatte, denn in der Kirche selbst herrschte Fotografierverbot. Die Nazis haben dieses Bild nicht popularisiert, die haben stattdessen ein Gemälde in Auftrag gegeben, wo Hitler ganz gerade vor Hindenburg steht.
wo Hindenburg steht. Und die Konjunktur dieses Verneigungsfotos beginnt eigentlich mit den ersten Schulbüchern der 50er Jahre, die den Schülern erklären wollten, wie es denn zur nationalsozialistischen Verführung kam. Jetzt quäle ich Sie nicht mehr mit der Kirche. Fast am Ende Ihres Vortrages hieß es, mit Recht sorgen wir uns um Erfolg und Perspektiven einer zeitgeschichtlichen Diktaturaufarbeitung, die es in Bezug auf das SED-Regime nicht vermocht hat, ein klares Diktaturbild in der gesamtdeutschen Gesellschaft zu verankern und in Bezug auf die NS-Herrschaft von nationalen Populisten neuerdings offen infrage gestellt wird. Ist das der Kern der Krise oder nur ein Teil? Habe ich gar nicht vorgetragen, aber es waren in Vorüberlegungen drin, das stimmt. Und wollen wir es nochmal, das ganze Zitat hören? Das, ja. Können wir doch zusammenlesen. Ja, vielleicht zusammen jetzt. Mit Recht sorgen wir uns um Erfolg und Perspektiven einer zeitgeschichtlichen Diktaturaufarbeitung, die es in Bezug auf das SED-Regime nicht vermocht hat, ein klares Diktaturbild in der gesamtdeutschen Gesellschaft zu verankern und in Bezug auf die NS-Herrschaft von nationalen Populisten neuerdings offen in Frage gestellt. Und darunter hieß dann der Satz, dass das aber nicht der Kern des Problems eigentlich sei. Ich bin nicht der Meinung, dass man die DDR auf ihren Diktaturcharakter reduzieren solle. Allerdings bin ich sehr der Meinung, dass man ihn auch nicht auszulassen habe, sondern ich habe in einem Buch Erinnerungsorte der DDR einmal beschrieben, dass es drei Gedächtnisse der DDR gibt, das Diktaturgedächtnis, das Fortschrittsgedächtnis und so weiter und das Arrangementgedächtnis. Daran würde ich auch festhalten. Der Punkt, auf den diese Argumentation zuzielte, bezog sich ein bisschen auf die Hilflosigkeit, wie wir damit umgehen, dass das staatlich verpfochtene und auch von der Wissenschaft in großen Teilen geteilte Bild der DDR bei viel nicht ankommt, also Schülern etwa, da konfligieren dann staatliches, in der Schule vermitteltes Gedächtnis und Familiengedächtnis. Wie gehen wir damit um? Reagieren wir, indem wir mehr vom Guten geben, indem wir also die Aufarbeitung weiter vorantreiben? Ist das die Heilsbotschaft? Bisher ja. Ich zweifle an dem Erfolg. Ich bin natürlich gelernter Geschichtslehrer, Anhänger der Kontroversität und der Pluralität auch von Sichtachsen, die sich gegenseitig befragen lassen müssen, aber auch nicht unterdrückt werden müssen. Im Rahmen natürlich unseres Wertekonsenses. Daran würde ich auch festhalten. Hier war die Argumentation eigentlich, dass unsere Form der Aufarbeitung durch quantitative Verstärkung eher droht, sich totzulaufen. Sie erzielt darin keine Erfolge mehr. Und das kann man, da argumentiere ich gerne mit Marine Le Pen, die es vermocht hat, ihren eigenen Vater, den Gründer des Front National, aus der Partei zu werfen, weil er den Holocaust faktisch geleugnet hat. Das nimmt aber dem rechtsextremen Charakter nicht einen Gran weg. Und das war jetzt eigentlich das Argument dort. Aber ich habe diese Äußerung weggelassen, weil ich es ein bisschen missverständlich fand. Weil Sie bei der DDR angekommen sind. Ich habe das vorhin schon erwähnt. 20 Jahre Aufarbeitung, da haben Sie bewältigte Diktaturvergangenheit geschrieben. Fragezeichen, wie immer, oft und immer wieder Fragezeichen, sprechen auch davon, dass die Selbsthistorisierung beginnt etc. Und nun gibt es ja seit einem halben Jahr etwa dieses schlaue Buch. Ich sehe eine sehr vieldeutige Mimik in Ihrem Gesicht. Da haben Sie auch geschrieben, einen Aufsatz geschrieben, die DDR als Chance, neue Perspektiven auf ein altes Thema. Wenn ich mal von Ihrem Aufsatz absehe, welche Chance bietet denn die Aufarbeitung der DDR für den Zeithistoriker? Also dieser Begriff sollte bewusst oder sagen wir besser gewollt ironisch sein, wenn ich den Herausgeber Uli Mehlert richtig verstanden habe. Wir haben dort uns bemüht, Forschungslücken aufzudecken und ich fand das irgendwie nicht angemessen und habe geschrieben, dass ich diese Suche nach Forschungslücken in der bisherigen Auseinandersetzung mit der DDR, das ist nicht Aufarbeitung, fachwissenschaftliche Beschäftigung ist nicht Aufarbeitung, dass ich diese Lücken nicht sehe. Und wenn ich sie sehe, dann muss ich nicht ein breites Publikum damit quälen, sondern diskutiere das in einem methodischen Fachvortrag. Hier war eher mein Plädoyer, dass wir aus der staatlichen Alimentierung entlassen werden müssen, weil wir nur einer Verinselung der Geschichtsbetrachtung das Wort reden, die dann auf die DDR guckt, statt die europäischen und größeren Zusammenhänge zu diskutieren, sowohl im deutsch-deutschen Vergleich, wie natürlich auch im historischen Vergleich, aber vor allem in der synchronen Beziehung zu anderen Staaten und Gesellschaften. Das schien mir fruchtbarer zu sein und das ist auch ungefähr die Linie, auf der die meisten Aufsätze argumentieren. Ich habe das vorhin schon erwähnt, Sie selber haben ja auch Ihre Erfahrung gemacht mit dem Zusammentreffen mit politischen Kräften. 2005 war es, da haben Sie, ich weiß noch wie heute, in der Bundespressekonferenz ein Papier vorgestellt, das sich mit Fragen der
naja, sagen wir mal, Aufarbeitung der Betrachtung der DDR-Geschichte befasst. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Auftrag des Kulturstaatsministers Naumann. Christina Weiß. Und der neue Kulturstaatsminister hieß dann Bernd Neumann. Und das ist ziemlich kontrovers ausgegangen, diese Auseinandersetzung. Sagen Sie mal heute, so viele Jahre später, was war damals Ihr Ansatz, was ist davon übrig geblieben und wie stehen Sie heute überhaupt zu diesem ganzen? Jetzt komme ich mir vor, ein bisschen so in einer angejahrten Erinnerungsprüfung, nicht? Also weiß ich es denn überhaupt noch? Mensch, ja, ja, Sie sind natürlich selbst Gegenstand der Zeitgeschichte. Ja, ich weiß, aber da muss ich ja nicht darüber reden. Wie war es noch damals? Also es ging um die Neuordnung der DDR-bezogenen Gedenkstätte und Erinnerungsorte. Und unser Ansatz war ein bisschen, dass die Repression ist in Überresten verankert, nicht? Also auch, man muss ja nur auf die Bunkerreste eines anderen Regimes hier vorne gucken. Zement und Beton sind sehr dauerhaft. Aber die Angst des Dissidenten, ein Schild zu malen, mit dem er dann vielleicht in der Rosa-Luxemburg-Demonstration einen Satz hochhält, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, und dann zu Boden geworfen wird, dafür gibt es keinen Widerhall im Stadtbild. Und wir fanden einhellig in der Kommission mit einer Ausnahme, wir fanden, dass Grenzanlagen und Repressionsorte eigentlich prominent da sind, aber der Alltag, auch der Alltag der Repression und auch die Repressivität des Alltags, dass das dramatisch unterbelichtet ist. Und da wurde man dann als Weichspüler, Weichzeichner, auch da gab es so viele Ausdrücke, gekennzeichnet, sagen wir mal. Und auch ein Kollege rief dann aus, die Stasi ist wichtiger als die Kinderkrippen. Und dann sagte dann Ulrike Popper, aber die Stasi hatte auch Kinderkrippen. Nicht? Okay, ja, klar, so kann man auch argumentieren. Also wir haben uns am Ende natürlich glänzend durchgesetzt, wie immer, wie ich meine, wenn ich irgendwo dabei bin. Am Ende hat es dann doch ganz gut geklappt und es war nicht sinnlos. Allerdings in der Bundespressekonferenz ging es furchtbar zu. Da hatte der damalige Abteilungsleiter ein wissenschaftliches Referat gehalten, in dem er uns dann runterputzte oder runterputzen wollte. Und das war dann ein ziemliches Hin und Her. Und am Ende sind die Vorschläge öffentlich tatsächlich auch gar nicht zur Geltung gekommen. Aber sie haben sich dann doch entwickelt. Die Ausstellung in der Kulturbrauerei, in gewisser Weise auch das DDR-Museum, mit dem ich nicht in jeder Hinsicht einverstanden wäre. Oder die Frage, ob der Alltag in der DDR nicht eine zentrale Rolle zum Verständnis von Leben, auch Herrschaft bildet, das ist heute sowas von selbstverständlich, dass ich das hier gar nicht mehr erzählen muss. Ich sehe, Sie sind gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen. In einem Manuskript, das mir vorliegt, heißt es, ich zitiere, auch die Aufarbeitung der SED-Diktatur wurde im Laufe der 90er Jahre zunehmend weniger aus der Mitte der DDR-Gesellschaft heraus, als vielmehr aus der ihr im Vereinigungsprozess noch eher distanziert gegenüberstehenden Bundesrepublik vorangetrieben. Getrieben. Ist das die akademische Ausdrucksweise für den Stammtisch-Slogan, die Sieger schreiben die Geschichte? Ja, so argumentiert Egon Krenz auch immer. Also so stimmt es nicht ganz. In Granum Salis natürlich, ja. Aber erstens ist es so, dass die Schließung der Akten wurde zunächst von Schäuble und Kohl in starkem Maße verfolgt. Sie haben sich dann umstimmen lassen. Das war ein Ansatz gewesen. Und zum Zweiten ist die Auseinandersetzung, die kritische, die vergangenheitspolitische, die juristische Auseinandersetzung natürlich in starkem Maße auch von Ostdeutschen mitbefördert worden, eben aus dem Oppositionellen und dem Dissidentenmilieu. Und zum Dritten meine ich, dass ein großer Teil des selbstreflexiven Potenzials, das dann auch in der westdeutsch dominierten Aufarbeitung steckte, den Begriff der Siegerjustiz eigentlich nicht verdient. Jürgen Kocker, der Gründer des Instituts, an dem ich arbeite, hat später gemeint, wir haben, was etwa das Auslaufen der Beschäftigung ostdeutscher Professoren im Bereich Geschichte der Humboldt-Universität betrifft, sie hätten zu viel getan. Aber wie er dann argumentiert, der Druck kam eigentlich nicht von den westdeutschen Professoren, die da aus der dritten und vierten Liga an die Töpfe drängten. Das gibt es im Einzelfall auch. Aber das war nicht die Dominanz. Die Dominanz war eher die öffentliche Meinung gewesen. Das Skandalisierungspotenzial, die IM-Frage und auch der Druck gerade von den Seiten jüngerer Studenten und jüngerer Mitarbeiter. Gleichwohl finde ich, dass in dieser Form der versetzten Auseinandersetzung manches schiefgelaufen ist. Und ich habe in dem von Ihnen zitierten Vortrag, den ich eben hielt, dann ja auch damit argumentiert, dass das in starkem Maße keine Selbstbefreiung, sondern eine
von einer Partei oder von einer Gruppe oder einer Gesellschaft mitgesteuerten, Westgesellschaft mitgesteuerten Welt ist, die selbst nicht betroffen war und die gleichzeitig die vermeintlichen Lehren der Zeit nach 45 auf die Zeit nach 89 anwendete. Und ich glaube, wir können aus der Geschichte ganz viel lernen, aber Rezepte hat sie gerade nicht. Das geht immer in die Irre. Und der Glaube an die Wiederholbarkeit oder an die Identität der Ereignisse führt so dramatisch in die Irre, ich kann das nirgendwo besser beschreiben als mit der Rede von Otto Wels, der 1933 am 23. März so mutig gegen das Ermächtigungsgesetz in diesem tobenden Reichstag, wo die SA-Schläger an jeder Ecke schon standen, geredet hatte. Und sein Blick war nicht auf die Nazis gerichtet, sondern ganz in die historische Ferne, weil er wusste, dass es wieder das Sozialistengesetz ist. Und wieder wird die Sozialdemokratie gestärkt daraus hervorgehen. Und das hat ihm seinen Mut gegeben. Gott sei Dank, aber die Analogie war sowas von falsch, wie sie nur sein konnte. Herr Sappo, aus der Geschichte lernen, Sie haben das in verschiedenen Schriften, haben darüber nachgedacht, auch mit dem Blick in die Geschichte. Und am Ende gibt es so eine Art Schluss, da heißt es, das ist nicht von Ihnen, aber ich glaube, dem stehen Sie nahe, man kann nicht aus der Geschichte lernen, aber an der Geschichte lernen. Können Sie uns das oder mir zumindest mal erklären, was da der Unterschied ist? Karl Jakob Burckhardt hat einmal gesagt, wir lernen aus der Geschichte nicht, um klug für ein andermal zu werden, sondern weise für immer. Das ist einfach dieser selbe Gedanke. Die Annahme, das Kontinuum des Historischen verhalte sich so wie ein naturwissenschaftlicher Experimentaufbau, geht eben in die Irre. Schon das Wissen über das erste Mal macht das zweite Mal ja ganz anders. Das ist einfach so. Und historische Situationen wiederholen sich nicht. Nicht mal militärstrategische Operationen, wie sie mit der Schlacht von Cannae etwa bis in die Stiefendiskussion des Generalstabs eine Rolle gespielt hat. Aber ohne Geschichte, ohne den Blick in die Vergangenheit, wird unser Handeln natürlich blind. Wir müssen die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart deuten zu können. So würde Neil McGregor argumentieren, jetzt für das Humboldt-Forum. Und der Überzeugung bin ich auch. Ich glaube schon, dass unser Beruf, dass mein eigener Beruf nicht wertlos ist und nicht nur dafür dient, jetzt einen Abend über zu bespaßen, sondern dass er tatsächlich in der Lage ist, Erkenntnisse zu vermitteln, um uns klüger zu verhalten. Aber nicht, indem wir aus der Geschichte Beispiele zitieren und Rezepte herbeiholen. Das ist dann eben dieses geschichtspolitische Propagandahandeln, gegen das wir als Historiker immer wieder angehen müssen. Haben Sie da einen schweren Stand? Och nö, oder? Wollen wir ja sehen, ne? Müssen wir sehen dann. Nein, ich finde nicht. Also das ist ja ein anderer Punkt. Historiker werden heute als Experten in einer Weise befragt, die Teil dieses Geschichtsbooms natürlich ist und die mir manchmal auch Sorgen macht, weil die fürsorgliche Vereinnahmung natürlich schon recht weit geht. Ich lebe auch lieber im Konsens mit meiner Umwelt, statt als immer nur Löcken der Stachel dazustehen. Aber Geschichte war als Wissenschaft immer dann groß, wenn sie die Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt hat. Und das ist eigentlich die beste Definition von Wissenschaft, die ich kenne, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Das würde ich jetzt mir und meinem Tun nicht mehr so zuschreiben wollen. Sie haben vor 20 Minuten in etwa gesagt, verändert hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten auch die Bedeutung des Historischen selbst. Der Sprachhaushalt der Erinnerungskultur weist darauf hin, dass der Umgang mit der Vergangenheit in der Epoche der Erinnerungskultur Züge einer säkularen Religiosität anzunehmen begonnen hat. Dieses Wort vom Religiösen taucht dann auch noch an anderen Stellen auf. Erläutern Sie das doch bitte mal an Beispielen. Wo ist Ihnen das besonders aufgefallen? In welchen Zusammenhängen? Ja, da habe ich jetzt ein bisschen drüber geredet. Ja, also, Sie möchten es auch mal hören, ja, ist klar. Aber anschließend reden wir jetzt auch mal im Größeren vielleicht zusammen. Ich finde, dass die Behandlung des Objektes, die Fetischisierung des Objektes eine große Rolle spielt. Warum ist es uns so wichtig, nach 89 Mauerbröckchen aus der Mauer herauszustemmen und sie dann möglicherweise noch in irgendwelchen Setzkästen zu Hause zu verwahren? Warum fahren wir nach Mannheim zu einer Geschichte des Fotos, wo die ersten Fotos als Vintage-Prints zu sehen sind? Sie würden sie auf jedem Rechner besser zu fassen kriegen, als wenn Sie sich da in Mannheim mit 20 Euro Eintrittsgebühr hinstellen in einer Schlange, um sich das anzugucken. Sie fahren zur Mona Lisa in den Louvre und Sie glauben, Sie begegneten Leonardo da Vinci. Sie begegnen 19 Restauratoren-Generationen, die sich mit ihrem Pinsel darüber gemacht haben. Aber diese Sehnsucht nach dem Originalen, die treibt uns an, die treibt jede Auktion an. Erinnern Sie sich an den Strick von Joachim von Ribbentrop, den ich da besprochen habe? Das ist diese quasi religiöse Aufladung der Vergangenheit, die so stark absticht von
auch an unserem ganz zeitnahen Verhalten. Sie kriegen doch körperliche Schmerzen, wenn ich Ihnen erzähle, dass der Westberliner Senat in den 60er Jahren Prämien ausgeschenkt hat dafür, dass dieser hässliche Stuck endlich von den Mietskasernen abgeschlagen wird. Damit Form follows Function, so wollen wir es haben und nicht diesen ganzen Zierat. Das ertragen wir heute kaum noch und das war vor 50 Jahren ästhetisches Gesetz. Das meinte ich. Herr Sabro hat die deutliche Mahnung ausgesprochen, ich soll ja aufhören zu fragen, Sie sollen fragen. Das nehme ich natürlich sehr, sehr ernst. Frau Zepp, ist das eine Meldung? Bitte. Ja, ich fand Ihre These der Sakralisierung sehr überzeugend, auch von den Beispielen her. Aber was Sie jetzt eben gerade noch mal ausgeführt haben, also die Frage nach der Authentizität und diese Beschwörung der Authentizität, ich frage mich, ist das ein neues Phänomen? Oder ich meine, diese auch der von Ihnen zitierte Frankfurter Römer ist ja auch einige Jahrzehnte jetzt schon alt und ist, glaube ich, auch ein in Stein gemeißeltes Dokument für den Versuch, hier historische Authentizität wieder in Form zu bringen. Das war meine erste Frage. Und die zweite ist, Sie sind auch auf Gedenkstätten eingegangen, auch gerade im Kontext dieser Authentizitätserwartung. Aber haben wir nicht gerade auch gerade die Beispiele, die Sie genannt haben, innerhalb der Gedenkstätten ein vehementes Bedürfnis, neue Konzepte, neue Formen von Gedenksprachen zu installieren und ist gerade die Gedenkstättenarbeit auch im pädagogischen Bereich mittlerweile nicht auch ein großer Raum für Reflexionen über aus dieser quasi religiösen dieses Überwältigungsgedenkens auch auszusteigen und es zu durchbrechen und im Gegenteil also eher ein demokratisches, gleichwertiges Gedenken zu installieren und zu praktizieren. Und meine dritte Frage ist, es war so ein bisschen immanent in dem Durchgang, den Sie gemacht haben, der Nachkriegsentwicklung, dass der Ort der geschichtlichen Auseinandersetzung sich verlagert hat. Sie haben Adorno zitiert, gegen den Staat. Sie haben dann an einer Stelle gesagt, wir sind heute an einem Punkt, wo Gesellschaft und Staat sich in diesem Gedenken treffen. Und ist das nicht eines der Krisenkennzeichen, dass eigentlich Gedenken mittlerweile sehr stark, gerade die NS-Erinnerungspolitik, sehr stark übergegangen ist in staatliches Handeln? Das waren drei Fragen, dabei belassen wir es erstmal. Ja, ich denke auch, bevor wir weiter öffnen, sollte ich das als eine Runde begreifen. Die Frage ist, ob die Authentizität immer diesen Stellenwert gehabt hat. Ja, das ist eine gute Frage, aber ich würde dagegen sagen, in der Zeit, in der ich mich zunächst mit Geschichte beschäftigt habe, in den späten 60er Jahren, ging es nicht um Echtheit, sondern um Wahrheit. Ein vollkommen anderer Ansatz. Als in Friedrichsfelde die frisch gegründete, in Zwangsvereinigung gegründete SED unter Peak an die Wiederherstellung des Friedhofs der Sozialisten in Friedrichsfelde ging, war die Ehrung des Denkmals von Mies van der Rohe, dieses schönen Mahnmals im Mittelpunkt und die Gräber Luxemburgs und Liebknechts, sie sollten wieder ins Zentrum rücken. Und dann fand ich ein Stückchen, einen Brief, der an Peak gerichtet war, beim Ausgraben dieses Geländes sind Reste von Luxemburg und Liebknecht gefunden worden. Sargreste, Knochen und Stoff, was damit passieren solle. Ja, weg natürlich. Wir wollen hier eine Gedenkstätte haben, nicht so einen matten Zirkus von irgendwelchen beinernen Relikten. Also doch eine andere Denkhaltung. Der Römerberg, von dem Sie sprachen, hat restaurative Elemente, aber hier geht es um das technische Rathaus, das gerade jetzt erst abgerissen worden ist. Ein Waschbetonbau der 70er Jahre in diesem großen Kult so des Betons, der dann mit klaren Linien alles überzieht. Und jetzt wird kleinräumig neu gebaut. Und dagegen hat sich viel Widerstand erhoben. Dieter Bartetzky zum Beispiel, der verstorbene Kollege, hat bis zu seinen letzten Artikeln in der FAZ eigentlich dagegen angeschrieben. Und nach seinem Tod kam raus, dass er auch einzelne Spolien bewahrt hat, die dann nach seinem Tod zurückgegeben wurden und dort eingebaut werden.
dieses Spiel mit dem Authentischen geht ja bis hin dazu, dass den Neuschöpfungen die segnende Hand des Alten übergestülpt wird. Schauen Sie mal, bei der Frauenkirche, da würde man ja eigentlich argumentieren, wie scheckig sieht das eigentlich aus? Scheckig, das sind die originalen Reste am authentischen Ort. Oh, dann zittert alles. Und die sind einzeln benamst, diese Steine. Und der neue Sandstein, der Elbsandstein, der wird gleichsam sakrifiziert, überstrahlt. Das finden Sie auch beim Schloss, das Portal 4, wo dann Reste reinkommen. Und genau von Wilhelm von Bodin gesagt wird, wo es dort die Reste gibt, der Streit um die Attika-Figuren auf der Humboldt-Universität, die doch nach Potsdam zurück müssten. Und selbst die Garnisonkirche in Wiederaufbau hat ein kleines Altartischchen und zwei Kerzenhalter, die diesen Feuersturm vom 14. April überstanden haben. Die stehen im Mittelpunkt des Interesses. Also das WhatsApp ist wirklich in gewisser Weise neu oder altneu. So, das war die erste Frage. Die zweite Frage beschäftigte sich mit der Arbeit der Kollegen in den Gedenkstätten. Das würde ich unterschiedlich beantworten. Also manche meiner Kollegen, also ich habe jetzt hier keine Noten zu vergeben, aber ich fühle mich aufgehoben im Diskussionskreis von Volkhard Knicke und Jörg Skribuleit, wo genau solche Fragen erörtert werden. Aber andererseits muss man auch anerkennen, die Erwartungshaltung des Publikums ist es dort, diese Luft zu spüren, diese Aura zu haben. Man fährt auch, um ein anderes Beispiel zu nehmen, zum Checkpoint Charlie, eigentlich nicht, um dort in eine Blackbox zu gehen, wo dann in einem Fernsehapparat die Bilder zeigt. Nein, man will draußen schnuppern und erlebt nur Currywurst. Und deswegen geht man doch wieder rein. Aber die Leute fahren dorthin, weil sie den Ort, wo die Panzer gegeneinander standen, den wollen sie unbedingt sehen. Und in Marienborn hat man es so weit gebracht, die Baracke, die war baufällig, in der wir Wessis immer unser Geld tauschen mussten, falls wir nicht einen Transit hatten, sondern einreisen wollten. Und da ist der braune DDR-Linoleum, den hat der Zahn, ich sage das jetzt ungern, aber es ist so, den hat der Zahn der Zeit aufgefressen, der musste erneuert werden. Und dann hat der damalige Leiter gesagt, wir bauen jetzt dieses Linoleum, muss neu gemacht werden. Und die Ausschreibung sah vor, dass das neue Linoleum genauso in der Bestand, in der Art, in der Haptik ist wie das alte, aber farblich unterschieden, damit nicht etwa ein Besucher schon auf dem Neuen geht und sich noch auf dem Alten wähnt. Das wäre Betrug am Besucher. Ne? Das war zur Frage 2. Und zur dritten, der Ort der historischen Auseinandersetzung. Ja, er hat sich verlagert oder ich glaube, wir haben ihn verloren. Und ich kann auch nicht mal sagen, dass ich es bedauere. Also wir haben jahrzehntelang gegen die Stumpfheit staatlicher Verwaltung angekämpft und dagegen, in welcher Weise dort Geschichtspolitik gemacht und betrieben wurde und als Nestbeschmutzung gehandelt wurde. Es gibt Einrichtungen wie der Volksbund für deutsche Kriegsgräberfürsorge, der sich erst in der letzten Zeit mit der Diskussion eines Leitbilds gewandert hat, allerdings nur bis zur Diskussion eines Leitbilds. Also das muss uns eigentlich freuen, das ist wunderbar. Und ich stehe hier nicht vor Ihnen, um zu sagen, ich will jetzt wieder den staatlichen Gegner haben. Nein, das nicht. Aber ich stelle fest, dass uns das auch ändert und dass das auch diesem Momentum an kritischer Kraft, an Kraft raubt, aber nicht an Haltung. Wir haben immer noch den Gestus, als sei es ungeheuer schwer, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Schmarrn, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Bitte weitere Fragen. Die Dame, Sie bekommen ein Mikrofon. Anke Giesen, Otto von Guericke, Universität Magdeburg. Sie sagten gerade sozusagen, es gäbe eine Sakralisierung des Authentischen. Also ich stelle jetzt eigentlich in der jungen Generation schon längst wieder eine ganz neue Welle fest. Also da geht es gar nicht mehr ums Authentische, da geht es ums Spektakuläre des Multimedialen. Also Geschichte wird nicht mehr über sozusagen Überreste erlebt, sondern sozusagen reinszeniert, möglichst spektakulär. Also In Filmen mit wunderbaren Spezialeffekten, Computerspielen, wo ich auch mal in Stalingrad sozusagen General sein kann. Oder was mich jetzt besonders schockiert hat, ich war in Moskau in den verschiedenen Ausstellungen, Geschichtsausstellungen zur russländischen Geschichte, wo überhaupt gar kein Dokument, kein Gegenstand mehr war, sondern nur noch filmische Inszenierungen an gigantischen Wänden, wo der Mongolensturm über einen hinweg galoppierte, sozusagen. Oder man eingegrenzt war in dem von Faschisten angesteckten weißrussischen Dorf. Also man sozusagen der Flammenkreis um einen herum loderte.
Also das ist doch nochmal eine ganz, ganz neue Entwicklung und die, ich denke auch, die wird auch hier sich weiter durchsetzen. Also da bin ich ganz bei Ihnen und das ist möglicherweise einer dieser neuen Trends, die ich selbst noch gar nicht recht erfassen kann, aber von denen ich meine, dass sie unsere Zukunft bestimmen könnten. Jetzt wird meine Argumentation defensiv, weil Sie tatsächlich Aspekte der Inszenierung, der Spektakularisierung ansprechen, die ich mit meinem Denkmodell gar nicht mehr voll erfassen kann. Ich würde aber meinen, dass die Suggestivkraft dieser dramatischen Inszenierung umso höher ist, je mehr sie den Anschein einer geglaubten Realität haben. Und im Reenactment zum Beispiel erleben wir das ja, wenn die Schlacht von Großbären nachgestellt wird. Das war jetzt 2013 zum 200. Jahrestag und Ingo Zamparoni das dann im Stil des Heute-Journals kommentiert. Das hat auch einen ironischen Aspekt, den ich jetzt auch nicht aufgenommen habe, aber immer noch ist die Referenz eine dramatisch übersteigerte, aber mögliche Realität. So würde ich gehen. Ansonsten ist im Zuge der Eventisierung, die wir erleben und des Sieges des Spektakulären, in der Tat eine neue spielerische Form des Umgangs mit historischem Stoff gegeben, die das transzendiert, was ich hier habe. Gleichwohl, noch wird Veronika Ferres interviewt als Frau, wie es denn tatsächlich war, als sie versuchte, über die Mauer zu kommen. Es war nicht die Mauer der Isar, sondern es war dann die Mauer in die Frau vom Checkpoint Charlie, die Mauer in Berlin. Und dort vermischt sich dann Fiktionalität und Authentizität so sehr, dass sich auch Veronika Ferres zu solchen Gesprächen hergegeben hat. Herr Jahn, bitte. Ja, Peter Jahn, ich war selbst Gedenkstättenarbeit tätig bis 2006. Und ich denke, die Arbeit, die meine Generation, viele aus ihr geleistet haben, Sie haben die Namen auch genannt und die hat eigentlich genau diesen Versuch gemacht, zu rekonstruieren und zu sagen, Betroffenheit, das ist gar nicht, sozusagen, das soll nicht vermieden werden, ist nicht vermeidbar, aber wir rekonstruieren hier eine Vergangenheit und versuchen überhaupt diese Dimension, die eigentlich etwas Unfassbares hat, irgendwie in Auszügen fassbar zu machen. Das haben wir uns damals vorgenommen und zum Teil haben wir es machen können und es ist, glaube ich, auch zum Teil sehr erfolgreich und auch, dass wir auch dieses Authentische viel Vorsicht ja angefasst haben und dass dann auch die guten Lernorte, wie hier zum Beispiel im Holocaust-Denkmal unten, dass dort eben von vornherein gar nicht versucht wird, hier etwas zu machen, das ist das Original, sondern hier findet die Aufklärung statt. Und ich denke, da sind wir wieder dabei. Aber das ist nochmal das eine. Aber worum es mir geht, ist eigentlich, wir haben das Selbstverständnis der Bundesrepublik, jedenfalls meiner Generation, die gegen die Alten, die die Vergangenheit schönredeten, teilweise beschwiegen und zurückkehren wollten in die vorherige Vergangenheit, so als ob die Zwischenzeit nicht gewesen wäre. Das hohe Ansehen der Kaiserzeit in den Umfragen, das war die schönste Zeit in Deutschland. Diese Sache haben wir versucht wegzukriegen und zu sagen, dazwischen hat es was gegeben. Und meine Sorge ist heute eigentlich genau in all diesen Sachen, hier das Schloss, dort mal wieder noch eine neue Fassade oder in Potsdam die Sachen, dass wir glauben können jetzt, wir haben eigentlich den Nationalsozialismus jetzt bewältigt und jetzt können wir doch wieder anknüpfen, als ob nichts gewesen wäre, beinahe. Und allein, wenn ich mir überlege, dieses Bewältigen, was ja immer ein großes Wort ist, und ich meine, es gibt ganz viel, und das Wort Holocaust ist sozusagen in aller Munde. Ich habe nun an einer ganz anderen Baustelle gearbeitet. Wir haben über den Massenmord an der nichtjüdischen Bevölkerung Osteuropas gearbeitet. 5 Millionen etwa kommen in der Summe dabei raus, Kriegsgefangene, Leningrad und so weiter. Und das ist noch überhaupt nicht da. Das heißt, da sind wir noch nicht mal angekommen. Und jetzt tun wir eigentlich so, als ob wir das alles schon geschafft hätten. Und das ist es nicht. Da habe ich jetzt wenig zu ergänzen. Das teilen Herr Jahn und ich und auch der Schmerz, dass wir für die deutsche Verantwortung am Tod von 3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen auf deutschem Boden, und diesmal geht es nicht außerhalb des Altreichs, sondern innerhalb des Altreichs, dass wir dafür keinen angemessenen Platz gefunden haben und anscheinend auch nicht mehr suchen wollen. Das ist etwas, was wir auch mehrfach diskutiert hatten, wie weit wir das publizistisch aufnehmen könnten. Da zeigen sich auch die Grenzen
des, nicht des Konsenses. Niemand würde bestreiten, auch nicht hier im Raum. Es gibt heftiges Kopfnicken, wenn wir das tun, aber es gibt Strömungen der historischen Aufmerksamkeitsökonomie, die das aussparen. Und es ist unser Empörungsgestus würde ins Leere laufen. Niemand wird es bestreiten, was geschehen ist und dass Stuckenbrook nicht der einzige Ort ist, an dem man das zu erinnern habe. Aber man mobilisiert damit offenbar nicht mehr, oder hat es vielleicht auch noch nie gekonnt. Und uns fehlt auch der skandalisierende Empörungsgestus, dass man nach Verantwortlichen suchen kann und sie demaskieren, vorführen kann, was immer man sich so denken kann, dass man eine Kampagne machen kann. Das ist irgendwie erloschen und da greift jetzt wieder doch ein bisschen das, was Sie gesagt haben, dass der Unterhaltungswert eines gereinigten Historischen, in dem das Böse und das Gute zusammen sein können, dass der alles überstrahlt. Und Sie können auch zur Wolfschanze fahren, ohne dass man zu Hause tuschelt, Sie sind ja wohl Nazi. Nein, die Begegnung mit einem historischen Kick, den ich auf die Authentizität gesetzt habe und Sie jetzt vielleicht auf die Inszenierung setzen würden, der überstrahlt alles. Und das ist einerseits ein Sieg unseres Blicks in die Geschichte und andererseits eine völlige Entwertung hin zu einer bloßen Ressource, die man früher mit anderen Spielen gehabt hat. Zur Information zu den Verdiensten von Peter Jahn gehört unter anderem seine Arbeit bei der Umgestaltung des Museums in Karlshorst. Das will ich einfach sagen für jene, die Herrn Jahn möglicherweise nicht kennen. Weitere Fragen bitte. Jetzt gibt es drei. Ich glaube, der erste, der die Hand oben hatte, war Markus Meckel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich würde nochmal auf den Titel zurückkommen und bekenne mich, dass ich hinter diesem Haupttitel für mich persönlich ein dickes Ausrufungszeichen nach wie vor setzen möchte und das ehrlich gesagt auch nicht für veraltet halte. Die letzte Frage oder war ja keine Frage, was Herr Jahn eben da gesagt hat, war ja nochmal ein Plädoyer, den Blick zu weiten. Und ich muss gestehen, ich sehe so viele Bereiche, wo ich glaube, dass es wichtig ist, für uns heute den Blick zu weiten und die Geschichte viel integrativer zu betrachten. Also ich habe den Eindruck, gerade in dieser Zeit, in der ich da als Präsident des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge agiert habe und feststellen musste, dass man sogar im 21. Jahrhundert noch darüber streiten muss, dass der Zweite Weltkrieg ein Angriffs- und Vernichtungskrieg war, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Dass ich aber gleichzeitig doch feststelle, dass wir eine sehr gesplittete Erinnerungskultur haben, die den Nationalsozialismus auf der einen Seite sehr intensiv bearbeitet, aber auch da mit der Pointierung auf den Holocaust und dass man viele Bereiche gar nicht intensiv genug wahrnimmt. Also auch wenn ich nicht glaube, dass der Snyder, Timothy Snyder, so viele Neuheiten bringt, aber dass er sie in dieser Weise uns ins Gedächtnis hämmert, finde ich gut. Die gesamte Erfahrungswelt der Region zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, die uns in Deutschland erstmal fern ist, wo die totalitären Diktaturen so eng miteinander verflochten waren als Erfahrungshintergrund, ist etwas, was wir in Deutschland nicht so richtig begreifen, weil wir Kommunismus immer nur als diesen Zipfel des Kommunismus mit der DDR betrachtet haben, statt ihn in einem größeren Kontext zu sehen. Der Krieg, außer die Jahrestage, die wir jetzt so in den letzten drei Jahren hinter uns haben, aber Krieg zu erinnern, ist nicht wirklich präsent. So jetzt vielleicht so ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt Krieg in der Nachbarschaft wieder erleben. Also ich glaube, dass wir da sehr viel mehr noch wahrnehmen müssen. Ich will nur ein Beispiel kurz erzählen, wenn ich das noch darf. Bitte. Ich war 2015 waren wir mit einer Reisegruppe in Belarus. Wir haben dort bei Minsk 3000 Soldaten ausgebettet aus einem alten Friedhof, der ein Wald war. Und dann bekamen wir nach Jahren diese Möglichkeit. Haben dann gesagt, wir
beerdigen 1000 Soldaten an einem Tag, damit wir das medial irgendwie auch nochmal deutlich machen, dass diese Geschichte nicht einfach vorbei ist. Ich hatte Historiker gebeten, mal ein kleines Sammlung von historischem Material zusammenzustellen, wenn wir nach Belarus fahren. Die haben das auch sehr schön gemacht. Ich stellte dann aber fest, was sie nicht gemacht haben, ist der Anteil, der in diesem westlichen Teil von Belarus dann auch noch über den NKWD zu sagen ist, dass der mit aufgenommen wird. Das heißt, ich erlebe immer wieder, je nach der entsprechenden Prägung, wenn wir in diese entsprechende Region kommen, dass bestimmte Bereiche einfach schlichtweg nicht im Blick sind. Wir waren übrigens dann, ich stellte das fest, neben mir saß der zuständige Major aus dem Verteidigungsministerium in Belarus und fragte ihn nach dem Ort Bronnaja Gora zwischen Brest und Minsk, wo 50.000 Juden aus Brest umgebracht worden sind, ob es dort einen Gedenkort gibt. Er kannte den nicht, obwohl er der zuständige Mann in Belarus für diese für Erinnerungskultur war. Er rief an im Ministerium, bekam einen Rückruf und dann wurde ihm gesagt, ja, da gibt es zwei kleine Gedenkorte. Wir sind hingefahren, erstmal war das kaum zu finden, aber wir fanden jemanden, der uns dahin führt, mitten im Wald. Das letzte Stück des Weges, wo dann ein Gleis dahin und wir standen an zwei kleinen Orten, die zusammen nicht mal so groß waren wie dieser Raum. Typisch entstanden in der Schluss-Gorbatschow-Zeit, so zivilgesellschaftliches Engagement. Das sind 50.000 Juden aus Brest umgebracht worden. Man, wenn man da rumging, wie auf einem Massengrab. Es war nicht bekannt, auch in der deutschen Botschaft nicht. Und es war vom Ansatz solcher Besuche auch gar nicht im Blick, dass so etwas bewusst sein könnte. Also ich glaube immer noch, wir sind noch auf Entdeckungsreise. Deshalb das Stichwort Aufklärung, Entdeckung und die Zusammenhänge zu entdecken und versuchen zu beschreiben und damit auch Herausforderungen zu beschreiben, die ja bis in die Gegenwart wirken. Denn diese Frage des Umgangs mit Geschichte bestimmt heute noch das Verhältnis von Nationen untereinander im östlichen Teil Europas. Möchten Sie das kommentieren? Ja, bitte. Gerne. Du bist, Markus, in deiner Argumentation ja gegangen von der deutschen Kriegsgräberfürsorge über die Bloodlands von Snyder nach Belarus, nach Weißrussland. Und ich glaube, dass diese geografische Wendung oder dieser Weg auch nicht zufällig ist. Wir würden einen analogen deutschen Fall gar nicht mehr schaffen können. Es ist so, die Gedenkstätte, die Bundesgedenkstättenkommission oder wie immer sie heißt, die über die Vergabe von Mitteln zur Errichtung und Ertüchtigung von Gedenkstätten und Lernorten nationalen Interesses befindet, sie sitzt einmal im Jahr in Bonn jetzt etwas ratlos zusammen. Wir haben nicht mehr viele Anträge. Und jetzt geht es darum, aber wenn Anträge kommen, dann ist es nicht so, dass lokale Gewalten die so behandeln, wie das doch beim Körperwettbewerb, ich glaube in Passau, einer Frau ging, die in den Jahren, in den frühen 90er Jahren oder späten 80er Jahren wollte sie die Verstrickung, die braune Vergangenheit Passaus aufdecken. Die ist dann aus der Stadt rausgemobbt worden. Ja, ist auch selbst vielleicht eine etwas schwierige Figur, aber so etwas wäre heute gar nicht mehr denkbar. Heute haben wir Anträge auf dem Tisch, Steinbache Dortmund etwa, wo gesagt wird, wir müssen, wo der Bürgermeister selbst, der Oberbürgermeister selbst schreibt, wir müssen die Erinnerung an die Verstrickung unserer Bürgerschaft in Dortmund in den Alltagsterror neben dem Bahnhof, da ist die Steinbache, zeigen. Und da bist du erstaunt. Also, aus meiner Heimatstadt Kiel kannte ich solche Briefe von Oberbürgermeistern nicht. Anders natürlich, ganz anders natürlich in Belarus. Aber das formuliert jetzt ein neues Problem. Sind wir die letzten weißen Ritter mit unserer deutschen DIN-Norm der Aufarbeitung auf einer Insel allmählich umgeben von denen, die uns zum Rückschritt zwingen wollen? Oder aber geht die Zeit auch über uns und unsere Denkweise hinweg?
Timothy Snyders Bloodlands ist ein vielgelesenes Buch, aber es ist ja nicht so, dass wir da Dämme einreißen müssen des gewollten Beschweigens, sondern wir sind eher dankbar für diese Aufklärung. Und ich würde das Fragezeichen auch nicht am Ende zu einem Minuszeichen, oder wie man das macht. Es ist für mich eine offene Frage. Wir sind Kinder dieses Projekts Aufklärung und ich kann eigentlich gar nicht anders argumentieren. Aber wenn ich ein Stück zurücktrete und Trends beobachte, wie wir sie auch gerade jetzt diskutiert haben, sehe ich, dass etwas zu entstehen scheint oder möglicherweise entstehen wird, das uns zum Alteisen macht. Sagen wir es mal ganz brutal so. Auf dieser Seite gibt es viele Wortmeldungen. Sie waren eigentlich dran, kommen auch gleich dran, aber Sie drängt es offenbar. Herr Jahn, bitte. Da würde mich freuen, wenn Sie in Ihrer Kommission mal behandelten, meinen Antrag, der jetzt im Kulturausschuss des Bundestages liegt, dass ein Gedenkort für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik in Osteuropa auch im Tiergarten eigentlich errichtet werden muss, weil wir dort eine Riesenlücke haben und das inzwischen ist geradezu eine Art Peinlichkeit ist. Wir haben die 6 Millionen Juden, wir haben 200.000 Behinderte, wir haben 150.000 bis 200.000 Sinti-Roma, wir haben die Homosexuellen und bei 5 Millionen ist die Lücke da. Und ich sage mal, da beginnt allein ein Ausbleiben davon, das ist eine Aussage. Und ich denke, da würde mich freuen, wenn Sie, also ist angekommen. Ja, danke. Und dann auch nur noch ein ganz kleiner Punkt, sorry, sofort. Aber wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, das würde ich doch hier nochmal wiederholen, gerade aus meiner Generation, wir haben die ungeheure Chance gehabt und sollten die nicht verspielen, dass wir nicht Gefangene unserer Geschichte sind, sondern dass wir einen riesen Anstrengung gemacht haben, uns loszumachen von der Geschichte, damit andere Handlungsfreiheiten hatten, zum großen Teil, und nicht jetzt wieder zurückkehren in ein, jetzt sind wir im Strom unserer Geschichte. Wenn ich sehe, was Völker in Ost-Mitteleuropa sich im Strom ihrer Geschichte fühlen und eigentlich Gefangene der Geschichte sind, in dieser ganzen Opferdiskursen, dann kann man nur froh sein, dass wir wenig in unserem politischen Handeln immer wieder auf die Geschichte rekurrieren, sondern sagen, wir haben was gelernt. Danke, jetzt müssen wir mal die Reihenfolge einhalten. Die da hier auf dieser Seite, Sie hatten sich gemeldet, nicht? Ja, die Dame, genau. Also ich kann garantiert das Niveau der Diskussion nicht halten. Ich gehöre zu den Leuten, die an der Basis in einer Initiative arbeiten. Da geht es um das Thema Zwangsarbeit. Und es hat ja hier in Berlin ungefähr 1000 Zwangsarbeiterlager gegeben. Und also für mich war jetzt an dem, was Sie gesagt haben, ich hoffe, ich kann das nochmal nachlesen. Also Sie hatten das ja auch schon erwähnt. Also ich hoffe das jedenfalls. Wenn Sie sagen, also das Konzept von Geschichte und was Geschichte, also jetzt auch die Geschichtswissenschaft geleistet hat, um uns, wie soll ich mal sagen, selber instand zu setzen, mit der Vergangenheit auch persönlich umgehen zu können. Und wenn Sie eigentlich aber die Funktion von Geschichte jetzt mit Ihrem Vortrag in Frage gestellt haben, diese Funktion. Ja. Ich mache es ganz kurz, weil ich bin das Reden nicht Wollen Sie das Mikro? Wir machen weiter und ich versuche dann damit was Sie machen ohne Mikrofon, ja? Nein, ich denke, Sie sprechen Sie. Da drüben geht es weiter, bitte. Und dann hier vorne. Danke. Ja, Dorothea Janisri, frühere Geschichtslehrerin. Mir hat es sehr eingeleuchtet, was Sie gesagt haben über die Gefahren der Fetischisierung von Zeitzeugen, von Authentizität, Sakralisierung. Und ich denke, man könnte in der Praxis im Geschichtsunterricht versuchen, sich entgegenzustellen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber dann kommt bei mir so eine gewisse Hilflosigkeit. Wie soll man denn sonst damit umgehen? Und da gibt es doch eigentlich nichts anderes als wirklich die Mühen der Ebene immer und immer wieder. Und das ist dann einfach Aufklärung. Fakten, Fakten, Fakten. Und anders geht es nicht. Da kann man, also auch das, was Sie gesagt haben als Beispiel, wo so die Familienerinnerung
durchschlägt und sich völlig abschottet gegen Aufklärung, wenn man das dann wirklich vor Ort hat, wenn die eine Schülerin sagt, die DDR war fast das Paradies und die andere sagt, man durfte als Christ gar nichts in der DDR. Was tut man denn da anderes als auf möglichst viel genaue Rekonstruktion mit allen Grenzen, die das hat, wieder zurückzukommen? Was anderes bleibt einem doch nicht, gerade gegen diese Tendenzen etwa von Inszenierung, wo man dann auch eben wirklich sich dagegen stemmen muss, dass man damit so spielerisch umgehen kann und sich wie Rollenspiele, ja, sondern dass man wirklich auf die Quellen gehen muss. In dieser Runde noch zwei Wortmeldungen. Die Dame von der Universität Magdeburg und dann Sie hier vorne in der dritten Reihe. Bitte. Ja, ich wollte eigentlich gerne noch mal an der DIN-Norm der Bewältigung darauf zurückkommen. Also in unserem sozusagen routinierten Bewältigungsapparat oder wie man sagen soll und auch unser Verhältnis zu Osteuropa sehe ich auch immer wieder praktisch Tendenzen, jetzt den Osteuropäern zu erklären, wie man es denn zu machen hat. Also ich war zum Beispiel in Vilnius, da gibt es ja das Genozidmuseum, ein früheres Gefängnis, das SS-Gefängnis war dann KGB-Gefängnis. Die Litauer haben das erstmal nur als KGB-Opfer-Gedenkstätte ausgestaltet, wurden dann von der deutschen Botschaft in Vilnius gezwungen, da einen Hinweis auf die SS-Funktion dieses Gebäudes zu machen. Also machen wir da nicht dann auch des Guten zu viel? Also ist das nicht wieder eine Form von Siegergeschichte in dem Sinne des wirtschaftlichen Siegers, der in der EU was zu sagen hat? Verstanden. Jetzt die letzte Frage in der Runde, da vorne in der dritten Reihe. Das, was Sie, Herr Jahn, gesagt haben, als Appell an die Kommission. Also all die Denkmäler, von denen Sie geredet haben, würde es ja gar nicht geben im Tiergarten, wenn es nicht hinter jedem Denkmal eine Gruppe von Aktiven gegeben hätte. Und ich habe also 10 Jahre zu der Gruppe gehört, die für das Roma- und Sinti-Denkmal stritten. Und es ist im Grunde genommen dem Bürgermeister vom Tiergarten Alt zu verdanken, dass der mit seiner Bezirksverordnetenversammlung dafür gesorgt hat, dass diese Wiese vor dem Südportal des Reichstags für dieses Denkmal reserviert ist. Weil ja das Bemühen, ein gemeinsames Denkmal an Frau Rosen wirklich kläglich gescheitert ist. Also wenn Sie so ein Denkmal fordern, und ich finde, teile das absolut, dann geht es nicht, ohne dass eine Gruppe sich da richtig aktiv dahinter klemmt. Von oben, von so einer Kommission, haben Sie ein Beispiel, dass von einer Kommission, die von der Regierung eingesetzt ist, irgendetwas in diese Richtung passiert ist, ohne dass es den Druck von unten gegeben hätte? Das Denkmal, also es gibt ja eine kleine Ausstellung von 10 Tafeln am Potsdamer Platz. Die ist am 22. Juni, 21. war es, letzten Jahres eröffnet worden und wird jetzt Ende April abgebaut. Ich habe vorgeschlagen, diese Ausstellung, weil die sehr gut informiert ist, genau eigentlich unsere Forderungen, die wir hier haben und auch gar nicht mit der Authentizität erst anfängt, habe ich vorgeschlagen, erstmal denjenigen, denen sie gehört, also der Konferenz der Gedenkstätten, der NS-Gedenkstätten, in den Tiergarten zu verlegen, für weitere 2 Jahre, nicht auf ewig, die ist auch abgenutzt. Die waren dafür und dann bin ich krachend gescheitert am Bezirk Tiergarten. Punkt. Mitte, sorry, natürlich. Ich bin am Bezirkamt Mitte gescheitert. Grünstätten, nö, der Neue. Grünstättenamt, uralte Grünenvertreterin, schon aus der Zeit, als es noch die HL war, ihr Grünflächenamt und mit einer Art von Begründung, die bodenlos ist, ja. So wie damals die Erinnerung an die Bücherverbrennung auch, da können wir
aber das ist nur Herr Sapo, ein Strauß von Fragen. Das ist eine zivilgesellschaftliche Verständigung, der wir zugehört haben. Jetzt zum Strauß der Fragen und Bemerkungen. Ich glaube, wir schließen es damit auch ab. Es ist immer, man merkt, also manche stimmen jetzt mit den Füßen ab. Das ist für den Referenten immer schmerzlich zu erfahren. Wenn nachher, Sie sollen natürlich Ihr Wort auch noch haben. Na klar, das will ich. Aber dann machen wir vielleicht noch eine letzte Runde. Jetzt sprechen Sie und dann sage ich zur Abrundung. Nein, Herr Schulz-Ladegast hat sich schon lange gemeldet. So kommen Sie hier nicht davon, Herr Sapo. Oh. Also Herr Schulz-Ladegast und dann Sie aus der letzten Reihe. Also ich sage mal ein paar Sätze als Zeitzeuge, der sich also aus eigenem Erleben mit Gedenkstättenarbeit beschäftigen muss. Und nehme das auf, was Sie aussagten über die Gedenkstättenarbeit oder Gedenkstätten in der SU, ehemalige, also in Russland. In Hohenschönhausen werden ja Zeitzeugen präsentiert als Opfer und werden funktionalisiert, instrumentalisiert als Opfer. Finde ich eine ganz schlimme Sache, weil dadurch die Leiden perpetuiert werden, die man da hatte. Der Ausweg wäre eine Begleitung. Entschuldigung, ich habe so eine Krankheit, die auch daherkommt, wäre eine Begleitung, die es den Einzelnen ermöglicht, aus ihrem individuellen Leiden hinauszutreten und ihr Erleben in größere Zusammenhänge, in geschichtliche Zusammenhänge zu stellen. Wohin das führen kann, will ich vielleicht mit einem Beispiel sagen. Mein Weg hat mich bis nach Sibirien geführt, habe dort auf dem Baikal einen Grabstein gesehen, völlig ungepflegt, und interessiert hat mich, weil das der Name einer russischen Frau war, gestorben in Smolensk 1945. Ich bin dann ins Museum gegangen. Diese Frau hat am Sturm auf Berlin teilgenommen. Da kamen Deutsche mit einer weißen Fahne raus. Sie ging auf die zu und sie wurde dann angeschossen und ist dann gestorben. Und das Grab war völlig vernachlässigt, stand abseits von den anderen Gräbern dort auf der Insel. Und das andere waren alles Männer und sie war eine Frau. Ich habe versucht, darüber zu recherchieren. Das ist mir aber nicht geglückt. Die haben mir nachher ein Foto geschickt von einem Grab, was herrlich gepflegt war, weil sie sich gescheut haben. Meine Schlussfolgerung ist die, wir kommen nicht umhin, uns damit zu beschäftigen, Empathie zu entwickeln. Also wir müssen in der Lage sein, wenn wir das jetzt konkret auf Russland beziehen, das, was dort ist, zu verstehen, zu begreifen, das heißt nicht es zu akzeptieren, aber immer auch aus den historischen Zusammenhängen. Also für mich ist der Zustand, der in der Sowjetunion war, Sowjetzarismus gewesen, und daran hat sich auch bis heute nicht so sehr viel geändert. Und bei uns sind wir immer gewohnt, von der Hitler-Diktatur zu reden, jetzt von der DDR-Diktatur, aber das Kaiserreich war ja auch eine diktatorische Form. Also wir müssen uns genauer damit beschäftigen, was eigentlich Demokratie ist. Dankeschön. Die vermutlich letzte Frage aus der letzten Reihe von der jungen Frau. Ich habe eine Anmerkung, die sich auf die pädagogische Praxis, also den Raum Schule oder die Gedenkstättenpädagogik bezieht. Und zwar hatte ich aus der Perspektive der Schülerin immer das Gefühl, dass es meistens nicht um die Geschichte oder Geschichten im Plural geht, sondern um die Geschichte im Singular und halt so inselartig einzelne Bereiche ganz genau behandelt werden, aber das Strukturelle an Geschichte, also die Zeitstrukturen, dieses Wegdenken vielleicht von so einem linearen Geschichtsmodell, dass das in der Schule sehr, sehr selten passiert und auch so ein mit reinnehmen vielleicht von der Entstehung von Bewegungen oder von Brüchen und Übergängen, dass das was ist, was im Denken so ein bisschen untergeht und dadurch sich so verschließt so ein bisschen. Also ich hätte mir vielmehr gewünscht, dass man vielleicht so strukturelle Ansätze mit reinbringt,
indem man so über Zeitlichkeit von Geschichte oder zeitliche Strukturen von Geschichte auch spricht und da vielleicht auch ein bisschen mehr zumutet oder fordert. Und ich erlebe zum Beispiel auch in der, jetzt guckt man sich zum Beispiel künstlerische Ansätze an. Ich habe beim Doc Leipzig einen Film gesehen, Austerlitz von Sergei, ich kriege den Namen gerade nicht, ein ukrainischer Filmemacher, Sergei Losner, glaube ich. Losnitzer, genau. Und da muss ich sagen, ging es mir so, dass ich einfach die Perspektive als sehr elitär und auch auf eine gewisse Weise arrogant, so wie so ein, ich in der Kritik stand auch, glaube ich, dass es wie so ein Raufschauen auf Ameisen irgendwie ist, dass man halt so diese, den Umgang mit den Medien dann an so Gedenkstätten oder an so Orten wie halt dann, also in ehemaligen Konzentrationslagern, dass man den so natürlich als was sieht, was verwerflich ist, aber auf so eine Art, die den Dialog jetzt oder das Gespräch darüber jetzt nicht unbedingt vereinfacht oder öffnet. So habe ich es auch erlebt in den Fahrten. Ich habe andere Fahrten als Herr Meckel mitgemacht mit der Bundesstiftung Aufarbeitung. Da geht es dann eher um die kommunistische Gewaltherrschaft. Und ich habe mit Schmerz erfahren, dass die nationalsozialistische Unterdrückungsgeschichte dann eben nicht denselben Rang einnahm. Wir haben solche, zumindest eine Fahrt haben wir zusammen oder zwei Fahrten zusammen gemacht und hatten beide auch dieses Gefühl. Das ist natürlich dann auch klientelbezogen ein bisschen. Und wir merken ja in den sehr disparaten Beiträgen, dass wir sehr unterschiedliche Zugänge zur Geschichte haben. Und ich stehe hier auch nicht mehr in der Rolle des Experten, der jetzt nämlich ihr Wort auf die Geschichte zu erzählen hat. Das berührt dann auch im Grunde Ihre Bemerkung. Natürlich diese Fakten, ich versuche jetzt gerade aus, vielleicht schiede ich, ich gucke aber nicht nach Magdeburg, ich gucke jetzt auf die Berliner Schule gerade. Dieses Interesse an Fakten und Rekonstruktion, das habe ich auch, aber es ist nicht mehr der Glaube damit verbunden an die eine und unteilbare Wahrheit. Geschichte ist ja Produkt eines Dialoges von Zeiten und Figuren mit einer Vergangenheit. Und in der Regel spiegelt, das ist auch noch ein Vorwurf gegen das Lernen aus der Vergangenheit, wir spiegeln in der Vergangenheit ja gerne unsere Gegenwart und unsere eigenen Ansprüche und Sichtweisen. Das scheint mir aber auch legitim zu sein. Ihr Appell für eine Strukturgeschichte biss sich in meiner Wahrnehmung ein bisschen mit der Sorge, dass die Menschen wie Ameisen betrachtet werden. In der strukturgeschichtlichen Betrachtung, in der ich aufgewachsen bin, spielten Menschen keine große Rolle. Und das führte auch zur Marginalisierung des Historischen. Das Fach Geschichte hat in den hessischen Rahmenrichtlinien der frühen 70er Jahre praktisch keine Rolle mehr gespielt. Und die Geschichtsdidaktik von Annette Kuhn verlangte, Geschichte vor allem dort aufzusuchen, wo sie Antworten auf Fragen der Gegenwart gibt. Und da wir uns mit Revolutionsfragen beschäftigen, muss natürlich auch der Spartakusaufstand reinkommen. So war dann der Trick gewesen. Ich fasse einmal meine Bemerkungen zusammen. Wir haben zum einen, glaube ich, in der Diskussion ein sehr starkes Plädoyer für das Narrativ der Aufklärung. Also Herr Jahn hat das, glaube ich, in klassischer Weise vorgetragen. Und es klingt mir warm und vertraut. Die Zweifel, die ich anmelde, sind ja auch Zweifel am eigenen Tun. Ich habe mich mit eingesetzt für Denkmale, aber mich beschleicht auch die Sorge, dass die Suche nach dem nächsten Denkmal im Tiergarten, das dann eine vehemente Lücke schließt, dass die eigentlich nur noch uns selbst etwas sagt und dass das eine sehr hermetische Aneignung von Geschichte ist und dass wir uns damit ein bisschen an den Rand begeben. Das muss übrigens nicht schlecht sein. Wir müssen nicht mit dem Inszenieren mitgehen. Und ich habe mir aufgeschrieben, nochmal an die Lehrerkollegen Bemerkung, dass ein Maß an Bescheidenheit vielleicht auch das Wichtige ist. Wir haben einen so hypertrophierten Anspruch. Historische Fragen spielen im politischen Handeln eine große Rolle. Politik und Geschichte in der Person von Norbert Lammert oder Joachim Gauck vermischen sich in einer sehr, sehr starken Weise und wir nutzen das auch. Aber vielleicht ist ein bisschen mehr Bescheidenheit für die Deutungskraft des Historischen auch angezeigt und würde uns von manchen Problemen auch ein bisschen befreien. Also das ist eine Überlegung, die ich hatte. Und schließen möchte ich mit der Bemerkung von Herrn Schulz-Ladegast. Ich finde auch, es geht um Empathie auch gegenüber anderen Ansätzen. Ich würde das in etwas anderer Weise ausdrücken. Für mich ist die Selbstreflexion, die Frage nach dem, was jetzt kommen soll, die Dame im,
im blauen Pullover hat das, oder ich habe es Ihnen in den Mund gelegt, wohin jetzt eigentlich? Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass zumindest für mich die Reflexion auf die eigene Begrenztheit, die Begrenztheit des eigenen Zugriffs auf Geschichte sehr wichtig ist. Das schließt nicht die Feststellung ein, dass alle Katzen grau sind. Ich finde es schon richtig, sich nach bestimmten Dingen zu erkundigen, die anderswo tabuisiert werden. Aber es bedeutet gleichzeitig auch nicht dieses satte Gefühl der Gewissheit, wir haben jetzt die Geschichte eigentlich gemeistert. Das ist etwas, was mir, das wollte ich als allgemeines Fazit eigentlich bringen und das in dieser Bereitschaft zur Selbstreflexion auch auf die Begrenztheit unseres Zugriffs auf Geschichte vielleicht eine Chance liegt, auch eine Chance des Mitgehens mit gesellschaftlichen Veränderungen. Und zugleich, wenn ich das zum Schluss sagen darf, liegt natürlich auch der Mehltau einer reaktionären Beeinträchtigung unserer Sichtweisen vor. Wenn jemand eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert und dergleichen und mit dem dämlichen Vergangenheitsbewältigungskitsch auf Kram aufhören möchte, dann haben wir natürlich wieder dieses Gegnerbild gewonnen, das unser Tun wertvoll macht. Mein Argument war ja gerade, dass das eigentlich verschwunden ist, lässt uns hochtourig im leeren Raum agieren. Herr Sapo, Ihr Kollege Wolfgang Benz stellte fest, das Missionarische war lange Zeit das Problem bei der Vermittlung von Geschichte und fährt fort. Sie gucken auf die. Haben Sie noch einen Anschlusstermin? Haben Sie auch 5 vor 10 schon? Ja, natürlich. Benz sagt, ich bin 75 Jahre alt, da wird einem im Laufe des Lebens so manches abgeschminkt, dass man bei den Menschen irgendetwas erzwingen kann. Man kann mit einem ideologisch festgelegten Menschen nicht über seine Gedankenwelt debattieren, sagt der 75-Jährige. Benz, Sie sind 63, was haben Sie sich abgeschminkt? Also, ich glaube, dass am Ende der Begriff des ideologischen Menschen auf uns alle zutrifft. Wir haben alle unsere Denkformate, von denen wir uns auch nicht abbringen lassen, und wir sortieren neue Erkenntnisse auch in diese Formate ein. Die Änderungen, die sich ergeben, werden eher außen induziert. In meiner Wissenschaft spricht man davon, dass sich historische Erklärungsansätze biologisch auflösen, weil ihre Vertreter eben einfach nichts mehr zu melden haben. So habe ich es gemacht, nicht mehr zu melden haben. Also abgeschminkt kann ich eigentlich noch gar nicht, von Abschminken kann ich nicht reden. Ich kann von Veränderung der eigenen Sichtweise erklären, dass zum Beispiel also das Bild der Geschichte historische Gesetzlichkeiten herbeizaubert, die uns in die Zukunft weisen. Das würde ich mir als allererstes, habe ich mir sicherlich abgeschminkt, vielleicht auch nie so ganz geglaubt. Jetzt bin ich gerade dabei, sehr vorsichtig mit Ihnen zu diskutieren und für mich zu diskutieren, ob die Bedeutung des Historischen als Deutungsansatz für die Gegenwart nicht ein bisschen überzeichnet ist. Und ich frage mich eben, ob in unserem Impetus, den wir Aufklärung nennen, nicht ein Moment der Sattheit liegt, das uns verkennen lässt, dass die kritische Kraft unseres Denkens längst zur affirmativen Identifikationssuche geworden ist. Und das sehen wir dann eben in den Inszenierungen gleichermaßen. So, und letztens abgeschminkt hätte ich mir vielleicht die Kraft der Reflexion dagegen. Ich habe es trotzdem zum Prinzip erklärt und dabei bleibe ich auch. Aber ob das, was wir daran nun denken, tatsächlich ein hilfreicher Weg in die Zukunft ist, das weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch neue Schminke. Vielen Dank, Herr Sapo. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich würde Sie noch mit